oder klappt jetzt auch einfach direkt wieder? Also bei Facebook, er hatte mir aber gerade angezeigt, ne? Ja, ja, Facebook war ja auch alles gut. Achso, wir sind auch wieder da eigentlich normalerweise. Achso, okay. Hoffe ich gerade zumindestens. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ist der jetzt da drauf live? So, hier drauf scheint er live zu sein. So, da gibt es auch Sound. Natürlich wieder... ja, natürlich wieder alles wieder nicht so, wie es sein sollte. Eigentlich war es ein bisschen anders geplant. Alles, aber... Der Start ist immer komisch. Ja, ich vergesse mal wieder bei dem Programm jedes Mal immer wieder umzustellen. Dass der... dass der immer wieder dann den richtige Geschichte anklicken für YouTube. Mhm. Deswegen steht der aktuell gerade noch irgendwie zweimal jetzt live, aber einmal falsch. Das muss ich auch gleich löschen. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall richtig live bei Facebook. So, richtig nochmal jetzt an alle. Herzlich willkommen. Ja, nochmal willkommen. Hallo. Genau, nochmal willkommen. Jetzt ist es richtig. Ich werde jetzt den Jungs die Qualifikation freigeben, da alle Fahrer da sind. 13 von 14 Fahrer sind da. Einer musste leider kurzfristig absagen. Sehr schade, aber ich hoffe, dass Henno dann bald wieder dabei ist. So, ich gebe die Quali frei. So, und wir kommen jetzt eigentlich zum Hauptthema, was ich sagen wollte, nämlich die Vorstellung der Fahrer in Liga 2. So, damit haben wir den ersten Fahrer, ist der Freisi. Da haben wir schon den ersten von diesen Don Mainardo Racing. Wir haben ganz schlimmer Haufen, ganz ja, schlimmer Haufen. Ganz schlimm, also das geht gar nicht. Er fährt im Controller BMW M6. Ist er die Saison unterwegs? Ich glaube, letzte Saison war er auch. Nee, letzte Saison war er im Ashton. Im Ashton unterwegs. Hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht so genau sagen können. Aber gut, wenn du das auf dem Schirm hast. Ich meine es zumindest. Ich bin gerade auch nicht 1000% sicher. Ich sage es einfach. Ich werfe es einfach mal im Raum. Und hoffe, dass es stimmt. So, kommen wir zum nächsten Fahrer. Wer wird mir denn angezeigt? Vom Time Hunter Racing, der Mike. Seine dritte Saison. Lexus. Im Lexus fährt der Lenkradfahrer. Ist von Liga... Boah, jetzt muss ich gerade lügen. Ich glaube, von Liga 4 in Liga 2 aufgestiegen. Hat die Liga 3 übersprungen. Das kann schon mal durchaus passieren bei uns, wenn die Geschwindigkeit stimmt. So, nächsten Fahrer haben wir auch von Time Hunter Racing. Flopsy ist ein neuer Fahrer. Soll wohl sehr, sehr gut sein. Ich bin... Wir sind gespannt. Ja, definitiv. Achso, okay, ich sehe gerade erst einen Boxen. Ja, genau. Boxenbug Rejoin. Gut, kümmern wir uns nicht weiter drum, die sind so, ja im Qualifying. Fährt im Audi R8, der Flopsy. Das ist auch, glaube ich, gerade der im Boxenbug hatte. Wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. So, dann haben wir den Sachse, nächster von Don Mainardo Racing. Fährt im Fanatec CSL Elite Porsche 911, seine zweite Saison. Letzte. Ist das eigentlich schon seine dritte Saison? Ne, zweite. Von wem? Doch, zweite. Letzte Saison hat er mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. War so mal so, mal so. Irgendwie stört mich das gerade echt, dass das hier bei YouTube blöd angezeigt wird. Irgendwas stimmt mal wieder nicht so ganz. Ja, auf jeden Fall mal gucken, wie er die Saison gut durchkommt. So, dann haben wir den nächsten Fahrer. Ist der Dexbacks von High Performance Sim Racing. Im Toyota GR Supra. Ich glaube, alle High-Performance-Sim-Racing-Fahrer fahren, glaube ich, die Saison im Toyota GR Supra. Ja, der geht halt sehr gut. Ja. Muss man aber auch mit zurechtkommen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch alle so einen richtigen Stream gefunden, weil, wie gesagt, auf YouTube wird immer noch ein anderer angezeigt, der immer noch steht live. Da sind auch zwei aktive Zuschauer. Ich kann denen sagen, Jungs, das Ding geht nur 5 Minuten, kommt hier rüber. Ich habe da gerade aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht. So, auf zum nächsten. Joey Olli vom Peacekeeper Team fährt im Aston Martin seine fünfte Saison mittlerweile. Okay, wow. Ich glaube, das ist einer mit der alten Hasen, sage ich jetzt mal so. Wir haben, glaube ich, keine Fahrer, die mehr wie 5 Saisons hier waren. Jetzt sind 1, 2, 3. Es sind noch nur 3 Fahrer, die 5 Saisons gefahren sind. Oh, und alle fahren heute.
Interessant. Gut zu wissen. Ich kann sagen, ich habe schon 8 Saisons gemacht, also ich habe durchgehalten. So, dann haben wir den DMR Hans, auch von Dominado Racing, Porsche 911, seine dritte Saison. Chris Up von Lead Lab Esports Racing im BMW M6, seine vierte Saison. So, ich schalte auch gleich auf die Qualifikation um, keine Sorge. So, Patrick 86 hat auch nach Dominado Racing gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube Laufe letzte Saison war das. Ja, ja. Ich glaube, wir gekommen sind. Seine vierte Saison fährt im Nissan GTR. Dann haben wir den Centurio von Tommys Motorsport Club, fährt im Volkswagen Beetle. Ich weiß gar nicht, stimmen die Autos eigentlich überhaupt? Das sind die, die mir im Vorfeld angegeben wurden. Bei wem war es jetzt? Sorry. Beim Centurio, wo ist der denn? Hä? Der fährt im Beetle, passt. Ja, gut, passt, dann hat er wirklich... Ja, weil die haben vorher natürlich angegeben, aber wer weiß, ob die sich nochmal kurzfristig geändert haben. Deswegen kann sein, dass vielleicht ein oder ein Auto falsch ist. So, den Patrick, 82, auch von Dominado Racing im Lexus RCF. In seiner vierten Saison. Dann haben wir noch einen von Dominado Racing. Oh, was ein Zufall. French Bulldog. Im Mercedes-Benz AMG GT3 ist Controllerfahrer. Dann haben wir wieder einen von Dominado Racing. Und zwar den Ramirez BMW M6 Walkenhorst. Auch seine fünfte Saison. Dann habe ich mich gerade. BMW? Verzählt. Oder warte mal, ich glaube, bei Ramirez habe ich das falsch angegeben. Nee, auch seine. Dann haben wir sogar 4 Fahrer, die 5 Saisons haben. Ja, aber das Auto stimmt bei Ramirez auf jeden Fall nicht. Der fährt den Nissan GTR. Okay, dann wurde mir das am Anfang falsch mitgeteilt. Alles gut. Dann werde ich das mal. Obwohl, hier in meiner Liste steht auch Nissan GTR. Warum steht hier BMW? Okay, da ist auf jeden Fall was falsch. Dann haben wir noch den Henno, der leider heute nicht da ist. In seiner x-ten Saison, weil ich gerade nicht genau weiß, welche Saison er gefahren ist, wollte aber auch im Porsche 911 RSR fahren vom Aimpoint Racing Team. So, haben wir noch einen Fahrer? Nein, das waren alle Fahrer, dementsprechend können wir jetzt einmal rüber aufs Live-Bild gehen. So, da seht ihr dann auch schon mal ein bisschen live, was man mal so leicht durchswitchen kann. Also, Freisi aktuell mit der schnellsten Runde 32,59, gefolgt von THR Mike, dahinter Centurio, Chrisup, Joey Olli, Ramirez. Ja, die Zeiten sind echt nah beieinander. Alle teilweise nur ein Zehntel, zwei Zehntel, unter ein Zehntel French Bulldog. Dann haben wir Patrick 86, dann jetzt gerade irgendwo. Also Patrick ist nach der Flop, sie hat sich zwischen Hans und Patrick gesetzt. Ja, Sachse ja. Und Dexbex noch so ein bisschen weit hinten. Sachse gerade vor allem. Ich glaube, der ist gerade noch nicht so richtig drin. Im Flow. Ja, bei Flopsy könnte ich mir vorstellen, da der ja jetzt den Boxenbug hatte, dass er jetzt noch gar nicht so wirklich, der ist jetzt gerade in der dritten Runde der unterwegs, noch, also, ja. Ja, der hat jetzt mal ein, zwei Runden gesetzt im Audi R8. Ja, zweite Runde ist jetzt gerade dabei, also. Ja, so. Schauen wir mal. Schon. Mal ist gucken, ja auch nicht so super ausschlaggebend, dieses Qualifying. Nein. Ja immer wieder zu erwähnen. Blöde Dinge wird mal weggezeigt. Ja, jetzt wird nur noch das eine angezeigt, das finde ich gut. YouTube, das andere ist nicht mehr vorhanden. Okay. Heisi war, glaube ich, gerade tatsächlich auch mittel unterwegs. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, als er in die Box gefahren ist. Das wäre auf jeden Fall sehr beachtlich, weil jetzt hat er nämlich gerade auch weich gewechselt. Da dürfte dann noch was gehen. Ja, werden wir gleich mal sehen, was es dann noch gehen wird. Wir geben den Jungs noch 2-3 Minuten, damit er noch mal ein, zwei Runden fährt und dann werden wir das Qualifying dann auch allmählich beenden. So, dass wir dann mit dem eigentlichen Rennen starten können. Jawohl, ja. So ist der Plan. So, Mike immer noch 95.000 soll hinter Freisi von der besten Runde. Ja, Centurio immer noch auf Platz 3. Leicht am Driften. Irgendwie dominiert die Saison echt grün. Also Mike in so einem leichten Gelb-Grün-Ton.
Dann haben wir den Centurion, auch in so einem grünfarbenen. Den Hans hatte ich, glaube ich, gerade gesehen. Dass der auch ein bisschen in grün fährt. Oh, Locke sagt mir gerade, ich bin ein Ticken zu laut. Immer so mit der lauten Stimme. Irgendwie sind die immer die ganzen Kurs zu laut. Gestern waren sie zu leise, heute sind sie zu laut, ihr könnt euch auch nicht entscheiden. Mach mal einen runter. Vielleicht kann ich nochmal eine Rückmeldung haben, oder dass es jetzt besser ist, dass wir mindestens Nils und ich so einigermaßen gleiches Lautstärkeniveau haben. Ja, ich muss, wenn er. Oh, sag das nicht, wenn der Gizmo das hört, der meckert mich wieder an. Weil ich muss dann einfach nur in dem Programm ein Programm starten, dass dann wer leise ist, laut wird und wer laut ist, leise wird. Dass sie alle so diese gleiche Lautstärke haben. Deswegen nicht so laut reden. Ich hoffe, er hört noch nicht zu. Das muss ich mir jetzt nämlich wieder anhören. So, da steht einer neben der Strecke, der Cruiser. Hat sich ein bisschen neben der Strecke gefahren. Was hat er gemacht? Man kann echt in der Training keine Wiederholung angucken. Okay. Und dann kann man es eben nicht. Ja, es war auch schön zu sehen, dass wir heute 13 von 14 Fahrer haben. Gestern ja auch das gleiche Bild, 13 von 14. Und ich glaube im ersten Rennen 12 von 14. Ja, natürlich auch geschuldet war an einem Fahrer, der sich ja klamm und heimlich verdünnisiert hat, ohne ihm Bescheid zu geben. Das ist natürlich immer so ein bisschen ärgerlich. Ich gehe fast von aus, dass wir in Liga 1, glaube ich, vollzählig sind. Ja? Ich hoffe, ich habe zumindest nichts von irgendwelchen Abmeldungen oder irgendwelchen Hindernissen. So, ich schreibe den mal Runde zu Ende fahren, dann erster Sektor. Ja, zack. Okay, die Jungs mehrere Runden noch zu Ende düsen. Ich denke mal, viel tut sich da nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, warum wir den Flopsy da mittlerweile. Immer noch auf Platz 11. Gucken, jetzt fährt er nochmal auf einer schnellen Runde, schafft er nochmal was. Ja, hat sich nochmal verbessert, auf Platz 5 vorgerutscht. So, Locke, ich habe jetzt noch ein Tipp runtergestellt auf mein Headset. Ich hoffe, das passt jetzt. Dann ist es wieder so, wie es vorhin war. Ich dachte nur, ich wäre zu leise, deswegen hatte ich mich ein bisschen lauter gemacht. Gut. Das Schlimme ist, also, auf meinen Kopfhörer hörst du dich nicht laut an. Also, nee. Also bei mir bist du nämlich sehr, also normaler Ton, deswegen. Genau. Ja, der Don Maynardo, der alte Golfer. Ich glaube, der wird auch eine Golf-Profi-Karriere starten. Das war nur auf der Playstation, aber. Ja, ich habe da auch irgendwie was zwar mitbekommen, aber ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, wo die da wie am Golfen sind, aber die sind da abends teilweise bis mitten in der Nacht zugange. Ja, also. Ich habe mir das YouTube-Video, was er ja so schön gepostet hat im Discord, mir einmal teils angeguckt, wie die da stundenlang gegolft haben zu viert. So, ja, mal gucken, wie schaut es denn jetzt hier gerade aus? Also alle sind jetzt eigentlich so weit durchgefahren einmal. Dementsprechend kann ich mir immer schnell die Echtzeit ein Foto machen. Ja, Freisi hatte sich zwar jetzt nochmal, hat er sich nicht nochmal verbessert, aber... Oh, einer wird gerade nicht angezeigt, das ist nicht toll. Also ist noch einer nicht toll. Wen hast du da, wer nicht angezeigt wird? Der Sachse, glaube ich, der war noch nicht im ersten... Nee. Doch, nee, okay. Dexbecks, genau, Dexbecks ist noch nicht im ersten Sektor. Fährt jetzt nämlich raus. Nochmal die Reifen müssen wir warten, bis er durch den ersten Sektor ist, sonst haben wir das Problem gegessen, dass einer auf der falschen Position startet. Haben wir erst jetzt richtig einsortiert. Kurz gucken. 2, 2, 1. Ja, scheinen alle richtig. Gehen wir kurz in Echtzeitnummer rein. Ja, jetzt habe ich hier auch 13 Stück drin. Das ist das Schöne. Man sieht auch schon, wer jetzt mit Mittel startet, wer nicht. Also. Interessant. Interessant. Wenn alle so weit kann sind, nur spannend werden. Starten wir nämlich jetzt direkt einmal schnell. Seid ihr kurz mal live mit dabei?
Wenn ich natürlich logischerweise erst noch einmal umstelle, schnellster zuerst. Sonst hat das nämlich alles nichts gebracht. Ja, ich glaube, sonst ist alles richtig eingestellt. Dementsprechend beginnt jetzt auch schon das Rennen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. So. Jo, hoffen wir mal heute ohne Bugs. Gestern ging es eigentlich, ne? Bis auf ein, zwei Situationen. Eigentlich ging es ganz gut, nur Bäumchen hatte irgendwie so leichte Probleme gehabt. Gestern war eigentlich der einzige Grund, abgesehen von diesen Boxen-Bug, die Geschichte. Naja. Aber das ist ja eigentlich sowieso generell hinfällig, da es ja eigentlich kein Boxen-Qualifying gibt. Was auch, glaube ich, aktuell zu dieser Situation auch wirklich sehr, sehr gut ist, dass man sagt, man macht keine Boxengeschichte, Qualifying-Geschichte aus dem einfachen Grund, dass es diese scheiß Backerei gibt. So, alle sind weggekommen. Sehr gut. Frei sie vorne weg. Pole Position. Mike dahinter, und Centurio. Flopsy auf Platz 5. Oh, kommt auch direkt schon mal weit raus. Könnte jetzt direkt von Joey Olly kassiert werden. Joey Olly schafft es nicht vorbeizukommen. Aber Ramirez greift gerade Joey Olly an. Jetzt sieht auch nochmal zu. Jetzt kommt der Hans noch von hinten angeflogen. Also ich sage auch gestern schon erwähnt, also ich gehe stark voraus, dass wir wirklich wieder zwei das engste Feld haben. Weil hier sind die Fahrer richtig nah beieinander. War letzte Saison schon so. Und nun sind ja noch ein paar von unten hochgekommen, von oben ein paar runter, dass sie halt wirklich noch. Oh, das war angeflogen. Ja, das war einer vom DMR, ja. The Patrick. Hey. Junge, bei dem gerade immer noch nicht. Irgendwie fährt immer noch so ein bisschen. Ah, Junge, runterschalten, dann kannst du auch wieder schneller Gas geben. Na, mindestens hat er keinen Schaden gekriegt. Immerhin. War, mit Hans. Ah, Hans hat ihn leicht berührt. Dadurch ist er ins Grün abgeflogen, kam aber dann eigentlich wieder drauf. Und Dexpex ist gerade auch rausgeflogen noch. Weiß ich leider nicht genau, was da passiert ist. Ach, gucken, ob ich das noch drauf kriege. So, auf jeden Fall frei sie vorne weg. Nach der ersten Runde gefolgt von Mike. Die beiden haben sich schon knapp eine Sekunde Vorsprung vor Centurio erfahren. Ja, French Bulldog schon mal gerade den Joe Olly kassiert. Jetzt gerade auch statt Ziel. So, gucken wir mal durch. Mittelfeld hat sich gerade aber schon ordentlich auseinandergezogen, was ich sehe. Das hat sich gerade irgendwie sehr auseinandergezogen. Also, das ist natürlich geschuldet mit den unterschiedlichen Reifen. Ne? Einige mit Mittel, einige mit Weich. Ja, ist tatsächlich halt sehr gemischt, schon, ne? Schon ja. Möglich, dass die Leute da echt unterschiedlich fahren. Ja, French ist zum Beispiel mit Mittel unterwegs und der Patrick ebenfalls, aber ich glaube, der Joey Olly war, glaube ich, mit Weich unterwegs, ja. Ja, das ist halt echt gespannt jetzt so, ne? Das Feld kann sich jetzt mal eventuell schnell auseinanderziehen, aber es kann auch dann wieder ganz schnell zusammenschrumpfen, wenn die Boxen-Stops vorbei sind und gerade zum Ende des Rennens hingehen, wenn natürlich dann die unterschiedlichen Reifen besser wieder zusammenkommen. So, jetzt haben wir gerade hier den Hans und den Patrick 86. Beide auf dem Mittel unterwegs. Also der neue Flopsy ist auf 5 ja schon unterwegs und das sieht auch ganz gut aus. Das sieht auf jeden Fall schon sehr geübt aus. Ich bin mal gespannt, wo der sich Ende des Rennens einordnen wird. Ja, ich denke mal so Top 5 sollte, denke ich mal, machbar sein. Bin noch mal gespannt, jetzt gehört, wer frei ist. Dexpex wieder abgeflogen hier. Dexpex ist hinten. Jetzt am reinkriegen. Ja, die also letzte Schikane sozusagen, ja, in die Kurve rein. Da hat es nicht mehr gepasst. Ja, Dexpex demnach natürlich mit 7 Sekunden leider mittlerweile schon hinten auf dem letzten Platz. Aber bei French Bulldog muss auch irgendwas passiert sein.
Waffe hier noch vor Joey Olli. Allerdings nicht mehr rein. Also leider nicht, was passiert ist. Gespannt. Aktuell fährt auch so Centurio auf die Mittelreifen, eine Sekunde langsam wie die beiden vorne, Freisi und Mike. Ich bin gespannt bei Freisi und Mike, wann die Reifen anfangen einzubrechen, dass sie Probleme kriegen, wann sie wann reinfahren werden, wann Centurio wechseln wird. Er darf halt nicht die Lücke zu groß werden lassen. Das ist halt wirklich das A und O. Versuchen, die Lücke klein zu halten, was natürlich sehr schwierig ist. Ich wollte gerade sagen, das sagt sich immer so leicht. Ja, klar, er sagt es natürlich leicht, ne? Das ist ganz klar. Also, das brauchen wir nicht drüber reden. Man muss halt versuchen, echt diese Lücken. Oh, der Cruiser hat eine Strafe bekommen. Man muss natürlich mal versuchen, die Lücken so klein wie möglich sein, gerade wenn man diese schlechteren Reifen hat. So, hier auch wieder sehr vorbildlich vom Close-Up gemacht. Schön an der Boxmauer entlang, runtergefahren. Sehr vorbildlich. Das gibt ein Sternchen. Wird aber jetzt dementsprechend noch von Ramirez kassiert. Nein, konnte verteidigen. Was war denn da los? Freisi auf Platz 2. Ich würde sagen, da war ein Fehler mit bei. Ja, da kann man zu weit raus, aufs Grün. Oh, schon wieder hoch rein. Nach der ersten Kurve. Da zu weit raus. Ja, erstaunlich, wie er den noch gefangen hat. Also. Ja, auch dass Mike da eigentlich ganz cool durchgefahren ist. Mal kurz aus Mikes Perspektive nämlich gucken. Gehen wir mal auf die Onboard. Und gucken uns die Geschichte nämlich nochmal an. Wie er es nämlich mit Freisi erlebt hat. Ja, auch eiskalt einfach, okay, sauber. Seine anderen Wiederholung sah es ein bisschen extremer aus. Der Lack von French Bulldog, der soll schön sein. Ich weiß gar nicht, was. Oh, das ist gerade ein Dreierkampf hier. Oh, wer hat sich denn da weggedreht? Joey Olli. Haben jetzt fast aus wie ohne Fremdeinwirkung. Hier haben wir gerade die drei DMR-Jungs, der Sachse, der French Bulldog und der Patrick 82, fahren gerade hier und ich schaue mal schnell, was der Joey Otto gemacht hat. Der hat sich nämlich einmal verabschiedet. Ja, soweit noch alles gut. Ah, kam dann zu weit raus und dann bricht das Heck aus. Hm. Das bricht aber ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen. Wir hatten hier spannendes Rennen vorausgesagt. Es kommt und erstaunlich. Ja, denke ich auch. Also aufgrund der Reifenwahl, die natürlich jetzt alle, also dass sie so gemischt waren, hätte ich nicht gedacht. Weil, wie du ja gestern auch schon kurz erwähnt hattest, es liegt eigentlich nahe, dass man normalerweise auf Mittel tatsächlich startet und dann eigentlich auf Weich nachher fährt. Ja, macht aber auch vor allem Sinn, wenn du halt hinten startest, ne? Weil du eh durch diesen Kampf am Anfang, diese Blödsinn, die seine guten Reifen aufzubrauchen, richtig. Dann kann man besser natürlich später, wenn das Feld sich auseinandergezogen hat, seine Reifen aufbrauchen. Wenn du halt vorne startest, ist es wirklich sinnvoll, so wie Mike und Freisi gemacht haben, auf Weich starten, sich schnell vom Feld absetzen, um dann nämlich später in aller Ruhe zu fahren. Weil man hat es auch gestern wunderschön gesehen, jetzt muss ich leider wieder vergessen, wer es war, aber auf jeden Fall ist die Lücke von Centurio und Freisi halt nicht mehr so groß, weil Mike konnte sich so ein bisschen absetzen, während Freisi nochmal entweder nochmal Probleme hatte, ja, die Reifen von Tools haben wir nochmal abzubauen. Kurz gucken, was für eine Runde fährt er jetzt. Er scheint nämlich noch ein bisschen Zeit zu verloren zu haben. Ja, eine 34er Runde. Während Centurio dann auch eine 34er gefahren ist mit den Mittelreifen. Gestern, jetzt müssen wir schnell gucken. Wer war das genau? Der Crash Kit. Der konnte wunderschön mit den Mittelreifen, hat er schön die Weichen geblockt. Konnten sich nicht, der Aichi konnte sich nicht vorbeisetzen. Und dementsprechend waren seine weichen Reifen dahin. Und Crash Kit konnte natürlich dann wunderschön das Rennen beenden. Klar, wurde am Ende vom Gizmo noch überholt, ist er am Ende Zweiter geworden, hat es aber Aichi hinter sich gelassen. Obwohl er am Anfang richtig stark kämpfen musste und ihn einfach 5 Runden hinter sich gelassen hat. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du jetzt natürlich so einen hast, der auf dem Weich fährt, während du gerade Mittel fährst und versuchst den so zu blocken, dass er nicht so gut vorbeikommt oder wirklich sehr, sehr schlecht vorbeikommt, sodass er dann halt nicht so viel Zeit macht.
So, jetzt hast du nämlich auch gerade hier French Bulldog, Patrick und Sachs haben die. Ja, die haben jetzt gerade zweimal getauscht, nämlich vorher war French Bulldog nämlich vorne. Jetzt haben die mal wieder zurückgetauscht. Da wollte ich nämlich gerade nochmal drauf eingehen und sagen, ich habe ja gesagt, unter DMR-Jungs wird definitiv auch Zweikämpfe geben, beziehungsweise da wird. 3,5 Sekunden, Entschuldigung, gerade eben gesagt, 3,5 Sekunden hat der Ja, die ist harter, die Schikane. Also da darfst du tatsächlich nicht einfach so. Das war mal eine Berührung von Sachsen, oder? Ist da den jetzt den Patrick da hinten so blöd drauf? Oh ja, und da hat er einen. Nee, doch nicht. Weil er sich einfach nur ordentlich verbremst, der Sachse. Okay. Ui. Ich vergesse. Patrick hat sich jetzt leider aber hier einmal komplett gedreht in der letzten Schikane. Ja, Vorteil, Strafe ist weg. Wir brauchen nicht mehr abfahren. Hat sich dann damit auch erledigt. Freise verliert gerade so wirklich so ein bisschen den Anschluss nach vorne, kann sich auf die Zenturi jetzt wieder ein bisschen absetzen. Aber am Ende ist halt die Frage, ob diese 2,5 Sekunden reichen. Weil Freisi und Mike sind natürlich auch auf den Mittelreifen langsamer wie Centurio gleich auf den Weichen. Flopsi ist auch schon ein bisschen weiter hinten. Oh, Dexpex, 20 Sekunden Abstand. Allgemein, also wir reden hier, die einzigen Kämpfe, die wir hier haben, das ist so die Gruppe Ramirez, Hans und Patrick. Ich würde sagen, da haben wir noch so eine Dreiergruppe, die andere DMR-Dreiergruppe. Die sich da fightet. Wir haben halt 7 Fahrer. 7 von 14 sind DMR-Fahrer. Also sind die Fights bei DMR vermutlich schon vorprogrammiert, dass wir die häufig zeigen. Das war auch der Plan gewesen. Einfach so viele Jungs reinmachen, dass immer schön DMR gezeigt wird. Kannst du hingehen, wo du willst. Vorne hast du DMR, hier im Mittelfeld, hinten hast du DMR. Ja, durchwachsen sozusagen. Ja, aber der Patrick 86 CGT verliert jetzt gerade so ein bisschen Anschluss durch einen kleinen Fehler in der Haarnadelkurbel. Haarnadelkurbel? Kurbel? Mein Gott, was ist denn da los? Kurbel, wie komme ich denn auf Kurbel? Das weiß ich nicht, aber Hans ist im Windschatten von Ramirez, aber. Ja, das wird schwierig dagegen, wenn Nissan versucht jetzt halt. Aber Ramirez macht die Tür natürlich dicht, klar. Sieht und hört zwar und hat es auch gemerkt, dass er angestupst hat, aber jetzt zieht der Nissan nämlich auch schon wieder weg. Jetzt aber ordentlich am Arsch, der Hans, dem Ramirez. Was sind denn hier für Zeiten? Ja, beste Zeiten sind doch fast identisch. 1, 2, 33, 34. Also im Mittelfeld liegt es eher so bei 1,34,1 bis 1,34,6. Bulldog tatsächlich sogar nur eine 1,35,08. Sachse 1,35,5. Hey. Das hat auch alles Probleme. Ah, der Hans kam wieder schlechter raus. Ich wollte sagen, wo ist der Ramirez? War gar nicht mehr im Bild, da kam er wieder rübergefahren. Ah, jetzt könnte auch Patrick gleich an Hans angreifen. Da muss der Hans jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ja, man könnte schon fast von einem Friendship Cup hier reden. DMR Friendship Cup. Ja, bei 7 Fahrern ist das wirklich. Ich glaube, ich muss mal irgendwie die Anzahl der Fahrer pro Liga irgendwie limitieren. Ach ja, das wird sich ja nächste Saison dann auch wieder verteilen, gehe ich mal von aus. Der eine oder andere geht vielleicht in die 1, vielleicht steckt auch einer ab, wer weiß. Ja. Bis natürlich Ende der Saison abfahren, wie es da ausschaut. Der dann hoch und runter geht.
Ich hoffe natürlich nur, dass Dexpack sich die Saison immer noch steigern kann. Also natürlich aktuell nicht so gut. Hinten auf Platz 13, schon 1 Minute 24 vorne im Erstplatzierten entfernt. Das ist viel. So, hier haben wir noch Saxo und Joey Olli. So, komm, zeigen wir mal einen anderen. Könntest du mir die DMR-Jungs mal so zeigen? Zeigen wir mal einen Joey Olli hier. Zwar auch mit dem DMR-Typen am Fighten, aber wir zeigen den anderen. Ja, hier gab es jetzt nochmal ordentlich Plätzetausch. Aber jetzt ist Hans derjenige, der sich tatsächlich jetzt hier noch so durchackern konnte. Er hat sich jetzt vor Ramirez gesetzt. Ja, Patrick ist auch direkt mit dran. Und aktuell Hälfte des Rennens war noch keiner in der Box. Jetzt fährt der Erste in die Box. Es ist der Joey Olli, holt sich seine Mittelreifen. So, Ramirez hat jetzt auch den Platz 3. Wahnsinn. Da weiß ich auch noch nicht drin gewesen, ob das so gut ist, noch nicht reinzufahren. Also ich gehe mal von aus, er wird bessere Zeiten wie eine 34-7 oder 35-1 mit dem Mittelreifen fahren. Dementsprechend ist es dann doch schon sinnvoller, schon wieder zu wechseln. Centurio fährt nämlich nur eine 34-4. Also der fährt echt durchgehende 34er-Zeiten. Bin ich mal gleich gespannt. 8,6 Sekunden hat er auf Mike Abstand. Ihm ist auch nur nahe zu liegen, auch jetzt bald zu wechseln auf die anderen Reifen. Also erstaunlich muss ich gerade ehrlich sagen, also ich meine, Ramirez hat ja zwar angekündigt oder gesagt, dass er ja ordentlich Reifenverschleiß hat, aber wenn man sich jetzt mal Ramirez und ja eigentlich Patrick 86 CGT anguckt, die ja beide das gleiche Auto fahren, also Ramirez hat so ungefähr 50% Reifen vorne rechts. Und der Patrick 86 CGT so 80? Muss ich sagen. Freisi jetzt in der Box. Freisi Undercut gegen Mike. Wobei der Undercut relativ ist, weil natürlich weit entfernt war. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt auch mal gespannt, weil Ramirez hat natürlich jetzt wirklich ein arges Reifenproblem, aber er muss, ja, er wird auch theoretisch, also er wird draußen bleiben, bleibt jetzt auch draußen, weil er eigentlich den Reifen noch ein bisschen länger fahren glaub, muss, aber. Mike überrundet jetzt auch den Dexpacks. Vorbei. Ja. Halt nicht so Dexpacks Strecke zu sein, vielleicht. Wie du schon gesagt hast vorhin, ich hoffe, dass er sich noch ein bisschen fängt und in den anderen Strecken da doch ein bisschen stärker ist. Ja, das hoffe ich auch so ein bisschen. Der Centurio immer noch draußen mit seinem Mittelreifen. Klar, die halten natürlich mehr als die Hälfte. Ja, nur wenn die anderen Jungs mit den Weichen schon die Hälfte fahren, das ist dann so, man verliert halt Zeit. Ne? Wohl immer noch 8,6 Sekunden, 8,7 auf Mike hat. Oh, Dexpacks hinten am Schlingern, kurz auf der Karte habe ich was gesehen, so ein bisschen quer gestanden. So, mal gucken, fährt Mike jetzt rein? Ja, Mike fährt jetzt rein. Also Flopsy hat auch einen guten Reifenverschleiß, also ich mal im positiven ja, Sinne. Centurio fährt auch rein. Jawohl. Ist halt natürlich jetzt auf weich, da werden wir jetzt also gleich dann sehen, wie weit der dann noch an Mike rankommt. Ich würde sagen 8,7 Sekunden haben wir aktuell. Genau, halten wir mal im Auge. Flopsy geht auch rein, ja, die werden jetzt fast alle wahrscheinlich reinfahren. Nee, Hans bleibt noch draußen. Patrick bleibt noch draußen. Ramirez bleibt auch noch draußen. Okay. So, jetzt haben wir hier gerade ein Feld. Centurio kommt natürlich jetzt genau vor Patrick, genau hinter Patrick und Hans raus. Ist natürlich nicht so optimal für ihn, um aufzuholen, ne? Ne, das stimmt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er natürlich jetzt mitten im Verkehr rauskommt. Ja, Flopsy hängt jetzt auch schon an French Bulldog richtig dran und greift jetzt auch an. Ja, vielleicht die Innenbahn. Frische Reifen gegen runtergekommene Mittelreifen. Ja, ja keine Frage. Keine Chance. Da kann er nicht mal ansatzweise was machen. So, ich bin gespannt, was jetzt mit Centurio hier ist. Ist natürlich jetzt sehr an Patrick dran. Ja, das hält ihn natürlich jetzt ordentlich auf. Das hat Freisi jetzt 6,7 Sekunden aktuell auf Mike.
und Centurio hat nach dem Boxenstopp statt 8,7 11,9. Also er musste auch wesentlich länger tanken anscheinend wohl. Ja gut, der Beetle ist auch ein kleiner Fresser. 11,8 Sekunden in 8 Runden aufholen. Ja, das wird schwer. Plus Verkehr, den er jetzt vor sich hat. Das wird sehr, sehr, sehr schwer. Ja, abwarten. Schauen wir mal. Ja, definitiv. Also da jetzt Ramirez definitiv in die Box fahren wird und ich vermute mal Hans eventuell auch schon. Ja, gucken wir jetzt mal, was die beiden machen. Dann hat er jetzt auch endlich freie Bahn. Dann könnte er jetzt mal Gas geben. Ja, die fahren beide in die Box. Beide rein. Ramirez ebenfalls rein. Oh, kurz uns durchschalten hier. Kommen noch Leute rein? Nein. So, da haben wir Flopsy. Da wollte ich hin. Da bin ich auch mal gespannt. Flopsy und Centurio jetzt beide mit Weich unterwegs. So, hinten ist auch nochmal einer in die Box gefahren. Der Patrick ist jetzt in die Box auch gefahren. Ich glaube fast, da müssten eigentlich alle durch gewesen sein mit der Box. So, bin ich mal gespannt. Also 11,5 Centurio auf dem ersten Platz und Flopsy hat 15,8. Hat schon ein bisschen aufgeholt. Und ich gehe mal von aus, dass auch eventuell die Bestzeit vielleicht gleich auch fallen könnte. Aber da warten wir noch ein bisschen ab. So, hier haben wir Hans und Patrick. 86 kämpfen mal wieder. Das ist nach dem Boxenstopp so ein bisschen weiter weg. Da hinten haben wir noch ein Duell, sehe ich gerade. French Bulldog und Sachsen. Wo sie aber auch nicht verbremst. Zwar die Kurve gekriegt, ja, aber. Sachsen hat sich richtig verbremst. Gar nicht rausgekommen. Jetzt kann Joey Olli nochmal ordentlich rankommen. Ah, Sachsen fährt ein bisschen Schlange hin, um die Reifen warm zu bekommen. Ah, die Sachs war noch nicht in der Box gewesen. Ah, der wird noch mit Rennweich im Tal runter sind. Okay. Macht aber auch gar keinen Sinn, weil ab Runde 8 hat er schon angefangen, so dermaßen abzubauen von den Rundenzeiten her. Also er sollte wirklich jetzt mal reinfahren. Einer bleibt er immer noch draußen. Was hat er vor? Denkt er, dass er auf Mittel unterwegs ist? Ich weiß es nicht. Ich finde erstaunlich, dass er das auch sehr, sehr Sprit spart, muss ich natürlich sagen. Da sind noch recht viel Sprit drin, er fährt wirklich den Sprit runter. Sagt sich, nö, ich fahre den Sprit runter, ist besser und so. Ja, ich meine, gut, umso weniger Sprit mit frischen Reifen ist immer gut, egal welche Reifen du schon mal nimmst, aber. Ja, aber. Ja. Aber so von den Zeiten her, das macht 1,43 jetzt in der 13. Runde, also. Unten. Seiner vorherigen Zeit, das ist ja auch schon. Macht einfach keinen Sinn. Nein. Weil Joey Olli jetzt auch immer näher rankommt. Also bleiben wir dabei. Es hat sich doch arg auseinandergezogen. Ja, es hat mich doch jetzt ein bisschen sehr gewundert, da wirklich Liga 2 letzte Saison echt so eng beieinander war. Ein Zweikampf haben wir noch. Das ist nämlich der DMR Patrick 86 CGT auf Platz 7 gegen Hans, der jetzt Stückchen für Stückchen sich ranarbeitet und auch schon im Windschattenfenster ist. Insofern kann er vielleicht gleich auch auf der Geraden schon profitieren und einen Angriff starten am Ende der Stadtzielgeraden. Da fahren die nämlich jetzt nach der Kurve auch gleich drauf. Ja, aber schlechter durchgekommen. Vielleicht geht zwar ein bisschen runter, aber gegen den Porsche. Das wird nicht reichen bis zum Ende der Geraden. So, jetzt mal kurz mal auf unseren Kollegen, den Sachse, gucken, wo ist er auf Platz 10. Ja, fährt jetzt auch rein. Also ist jetzt drin. War auch mehr als nötig. So, Freisi immer noch 5,7 Sekunden. Centurio statt seine, was hat man gesagt, 11,5. Ja, 11,5 und so war, glaube ich, gewesen. Jetzt nur noch 9,8, also ist ein bisschen rangekommen. Hat auch neue Bestzeit gesetzt. Fährt aktuell letzte Runde gegenüber den Erstplatzierten. Boah, knappe 2 Sekunden schneller gewesen. Ja, 5 Runden haben wir noch, 10 Sekunden Abstand. Bin mal gespannt, was da noch so passiert. Ja, aber die 10 Sekunden, die waren jetzt auch hart erkämpft, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das waren jetzt in
den letzten Runden, ja, nicht mal eine ganze Sekunde. Also ich glaube nicht, dass es reichen wird. Aber Flopsy ist gut unterwegs. Bin gespannt. Ja, Chrisap immer. So, jetzt aber Windschattenfenster 6-7. Hans muss jetzt. Ja. Macht ein bisschen Platz. Da ist Patrick jetzt durchgegangen in der Mitte. Und jetzt weit raus, Gegenangriff von Hans vielleicht. Beide fast gleich auf. Nein, steht nochmal zurück. Ja, beide haben jetzt auch eine Überrundung vor sich. Der Dexbex wird auch von Platz 6 und 7 noch. Das ist wahrscheinlich nicht Dexbex-Rennen zu sein, also. Die beiden nebeneinander in der Kurve. Ja, da kann sich Hans aber behaupten. Wieder Angriff. Ob Hans ihn sieht? Oh, hat er sich da schön. Ja, das hat er gut gemacht. Ja, Patrick wieder vor Hans. Oh, das könnte man auch kurz Strafe für Dexbex geben. Der ist ein bisschen sehr hart über den Körper gehuscht. Aber nein, nichts bekommen. Okay. Vielleicht nicht Gas gegeben, nur drüber gerollt. 1 Minute Abstand. Wow. Ja, der ist echt ein bisschen sehr weit hinten. Ja. French und Ramirez jetzt. Ja, er macht auch da außen Platz, dass die Jungs vorbeikommen. So, French heizt den Ramirez auf Platz 8 ein bisschen ein jetzt hier. Schön am Heck. Ah, jetzt wird's hilfelig. Ja, Ramirez sichert sich natürlich die Innenlinie. Sekunden vom ersten entfernt, aber nur noch knappe 2 Sekunden von Freisi entfernt. Also Freisi holt auf jeden Fall auf. Freien sie seine Rennmitte genauso aus wie die Rennweich von Centurio. Freisi ist auch ein richtiger Reifenfresser. Ja, stimmt. Ja, das könnte nochmal richtig knapp werden für Freisi am Ende. Ja, ich denke mal, die letzten 2 Runden, das könnte noch einen Platztausch geben. French Bulldog weit ab. War auf dem Grün unterwegs. So. Jetzt kommen wir bisschen vorne, weil mittlerweile ist French. Ach, French Bulldog ist schon. Centurio nicht mehr weit entfernt, 1,3 Sekunden von Freisi. Also Freisi verliert richtig Zeit aktuell. Und Centurio wird sich auf jeden Fall den zweiten Platz noch schnappen. Ja, eine Sekunde, 1,2. Ja, das. Ja, doch, jetzt unter einer Sekunde. Ja.
Jetzt kriegt er nämlich schon, kann er schon leichten Windschatten bekommen, der wirklich sehr minimal ist bei knapp einer Sekunde. Jetzt gerade so in den Kurven kann er sich ein bisschen ranziehen an Freisi. Ja, und dann sind wir auch gleich schon, das ist jetzt die vorletzte Runde. Das wird ein harter Kampf für Freisi. Jetzt gerade so, natürlich so. Ja, das wird eine sehr enge Kiste. Kurz auf lautlos schalten, wenn der nicht immer hier laut ist. Ja, nur 0,5 Sekunden. Jetzt kommen wir mal schön so kleine Passagen, wo der Beetle jetzt mit seinen weichen Reifen sehr gut durchkommt. Und Freisi jetzt richtig Probleme. Das sieht man auch. Der Beetle kommt besser raus. Ja, 0,3. Das sind jetzt gerade so die Kurven, wo jetzt der Beetle echt aufhören kann. Auf der Geraden wird er gleich, wenn der Pecher wieder Probleme kriegen. Aber jetzt hier ist er nah dran. Schlagdistanz. Kann auf der Geraden auf jeden Fall gleich den Windschatten nutzen. Ja, wenn er jetzt gut dranbleiben kann, auf jeden Fall. Oh ja, kommt Freisi jetzt ein bisschen besser durch, aber da ist der Centurio wieder dran. Hinten kommt Flopsi auch noch so ein bisschen angeschossen, aber ist nochmal 3 Sekunden entfernt, 3,6. Da sollte Freisi eigentlich keine Probleme kriegen. Aber jetzt wird spannend. Ja, jetzt hat Centurio Windschatten. Ja, aber kann sich nicht richtig ansaugen, weil der Beetle nicht schnell genug ist dafür. Und gehen zusammen auf die letzte Runde. Er macht natürlich die Innenseite zu, der Freisi. Boah, jetzt aber wird es hier richtig eng. Vor allem in der schnellen S-Kurve hier. Centurio natürlich total im Vorteil jetzt. Hinten ist auch nochmal auf der Karte, sehe ich irgendwo ein leichter Battles. Centurio ein bisschen verbremst. Er musste die Außenseite nehmen, weil Freisi natürlich die Innenseite dicht gemacht hat. Was ist der Turi am Ende aber auch nochmal 2 Sekunden nochmal an Mike rangekommen. Jetzt wird es aber nochmal spannend. Freisi kann es wohl verteidigen. Jetzt muss keinen Fehler machen, gucken, dass er sich gleich noch in der letzten Kurve so nah wie möglich ranhausen kann. Hier so gut durchkommen muss Freisi, weil Centurio kommt auf jeden Fall dadurch. Ist der Fehler, da ist der Fehler. Centurio ist vorbei, aber Freisi ist noch nebenan, Kopf an Kopf. Sieg für Mike, Glückwunsch. Jetzt nochmal Windschatten, kann er den nochmal nutzen? Nein, das wird nicht reichen. Das reicht Freisi nicht, kann nur auf jetzt zwei kann er ein bisschen... Chat nochmal aus. Nein, das reicht nicht. Starkes Finale von beiden. Glückwunsch an Mike für den Sieg. Freisi Platz 2, Centurio 4. Flopsi seinem ersten Rennen auf Platz 4. Chris Up kommt auf Platz 5. Nicht zu früh driften, sonst gibt es Unfälle. Dann kann man nochmal schnell einen Platz verlieren. Platz 6, Patrick 86. Konnte sich von Hans jetzt doch nochmal absetzen. Dahinter haben wir nochmal ein kleines, spannendes Dreierfeld. Ach nee, gar nicht was. Nee, das war Dexpex, der stand leider Gottes in der Kurve auch ein Ticken im Weg. Deswegen konnte French nicht mehr angreifen. Ramirez 8, French 9, Joey Olli 10, aber vorher ist der Dex. Da fehlt einer. Ja, da fehlt ein. Wer ist denn da raus? Warum haben wir das nicht mitbekommen? Radfahren noch? Oh, ich weiß, wer fehlt. Patrick 86. Der Patrick fehlt. Der Rolli. Kann ich eben kommen? Wann ist er denn noch rausgegangen? Das frage ich mich jetzt auch gerade, wann er rausgegangen ist. Weil ich meine, ich habe gerade noch einen Screenshot gemacht, da war er noch drauf gewesen. Noch 13 Fahrer. Deswegen bin ich jetzt gerade sehr irritiert. Das Blechmikrofon scheint wohl vermutlich mein Kollege zu haben, gehe ich mal fast von aus. Gerade die Frage aufkam, welche von den beiden Streamern hat ein Blechmikrofon? Ja, ich sag ja, also die anderen beschweren sich immer über dieses Headset.
In der Party oder so, sagen immer alle, da höre ich mich normal an. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, leider. Vielleicht liegt es da dran, weil ich das Headset über den Laptop jetzt laufen habe und nicht über die PlayStation. Ja, also Patrick 6, nee, Patrick 86 ist da, Patrick 82 fehlt. Den meinte ich auch, den Rolli. Achso, ja, ich sind so viele Patricks. Da noch so viele DMR-Patricks. Das war das erste Rennen von Liga 2. Ich werde jetzt parallel mal kurz die Tabelle eintragen, damit wir das auch korrekterweise richtig haben. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an Freisich, hat er nochmal wirklich am Ende echt gut verteidigt. Das war, glaube ich, nicht sehr einfach gewesen für ihn. Gerade durch den Fehler, den er nochmal da begangen hat. In der letzten Kurve. Ja, Centurion natürlich schade. Da ist vielleicht der Punkt eine Runde vielleicht früher. Und es hätte vielleicht besser geklappt. Aber da kann man nur mutmaßen. Man weiß nicht ganz genau, ob es geklappt hätte, hätte nicht. Wäre, wäre Fahrradkette. Wie es so schön immer unser netter Herr Lothar gesagt hat. Oh, ich lese gerade, also Olli, Patrick 82, kein Internet mehr, mal wieder so ein Dreck. Sorry für die Ausdrucksweise. Okay, war der. Aber hat er ein Disconnect? Ich meine, ich habe gelesen, ob da ein Disconnect gewesen ist. Weiß nicht. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen leicht irritiert gewesen. Weiß, dass seine Fritzbox wohl eigentlich in den Geist aufgegeben hat, dann war er bei seinen Eltern, hat die geklaut. Jetzt gerade im Einsatz, aber das scheint nicht ganz sauber zu laufen. Ja, ist natürlich sehr bitter und ärgerlich. Das ist immer unschön, wenn man gerade so Rennen fährt und dann auf einmal irgendwann rausfliegt. Ich kann mal kurz die Rundentabelle gucken. Weil da sieht man ja auch eigentlich, wann er rausgeflogen ist. Lämmig in Runde. Toll. Wie kann man denn hier was ändern und gucken? Klappt nicht so hervorragend, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Auf jeden Fall scheint er. Drei, vier Runden vor Ende rausgeflogen zu sein, wenn ich das richtig sehe. Interessant eigentlich auch, dass Flopsy tatsächlich auf Traktionskontrolle 3 fährt. Auch noch Okay. nie gesehen. Ja, das ist wirklich sehr selten. Weil eigentlich zwei, ich sag mal, zwei ist so standardmäßig eigentlich, weil da Ja, ich. passiert eigentlich nichts. Ja, genau. Ich bin allgemein sowieso gerade überrascht, wie viele tatsächlich noch auf Traktionskontrolle 2 fahren. Was in anderen Ligen eigentlich nicht so. Ja, ich lese auch gerade wieder, dass das zwei Stück der Saxo und der Dexpex extrem wieder Probleme mit der Lobby, dass sie wieder am Rutschen sein soll. Ich kann es irgendwie nie nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Dass die eine Lobby rutscht, die andere Lobby rutscht nicht. Ich habe keine Ahnung. So, gut. Wir gehen kurz in die Pause, sind gleich eben dann wieder mit dem nächsten Rennen auf jeden Fall da, mit dem zweiten Lauf. Und danach haben wir sogar noch Liga 1 heute am Start. Also, bis gleich. Gleich.
So, unsere Mikrofone sind zwar schon mal wieder an, das Bild ist auch gleich wieder da. Ihr seht nochmal schön den Durchlauf der Fahrer. Wir warten noch kurz auf einen Fahrer. Dann können wir die zweite Runde starten. Ja, sobald Hans soweit ist, schauen wir mal, wie es gleich weiterläuft. Dexpex wird ja auf 1 starten. Da werden sich, glaube ich, erstmal einige dran vorbeiarbeiten müssen. Wenn ich in der ersten Kurve rausrutscht. Ja, Hans ist jetzt beigetreten. Jawohl. Dementsprechend können wir jetzt starten. So. Und dann haben wir auch gleich das Live-Bild. So, da habt ihr schon mal das Live-Bild. Da sind wir, Finale, zweite Runde. Auf geht's auf Yamagiba. Dexpex startet, wie gesagt, von vorne, danach Sachse. Ja, der Mike Freisi, Centurio hinten, bin mal gespannt, wer von den drei ganz gut durchkommt. Für Freisi die Saison ja ein ungewohntes Bild von hinten zu starten. Letzte Saison hat er ja sehr häufig vorne gestartet. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wenn er von hinten startet, wie gut er durchs Feld flügen kann. Der Einzige, der auf Rennen bei startet, ist übrigens Joe Olli. Alle anderen sind jetzt auf Mittel gestartet. Screenshot, um zu prüfen, ob die Jungs später alles gewechselt haben und nicht irgendwelche Strafen aufgebrummt kriegen. Das wollen wir ja nicht. Na, Joe Olli mit den weichen Reifen kassiert jetzt gerade auch den Sachsen. Ja, ist natürlich jetzt für Joe Olli ganz wichtig, schnell an alle vorbeizukommen. Aber sieht bis jetzt sehr gut aus. Auf Platz 2 ist er. Dexpex kann sich jetzt vorne absetzen. Ramirez trägt auch den Angriff auf French. Passt aber noch nicht. Oh, hinten muss sich irgendwo einer abgelegt haben. Der Mike. Der Mike, ja. Was hat der da gemacht? Wo ich mal was reinkriegt? Da ist er noch nah dran. Oh, viel zu spät gebremst, offensichtlich in der Zwischenschikane hin. Ich guck mal eine Wiederholung rein. Ja, da gut gehabt, dass es keinen richtigen Einschlag gab, sondern Schaden. Da hat sich eindeutig ein bisschen verbremst. Und hier haben wir jetzt ordentlich Plätzetausch und boah, zu dritt jetzt in die Kurve vor Stazin. Flopsy, Centurio und Kreisab. Dahinter auch schon Freisi, der jetzt auch schon drängelt. So, jetzt wird hier in einer Linie gefahren. Wer kriegt jetzt welchen Windschatten ab? Der zieht wann raus? Hier geht es um Plätze 19 und 8, 19 und 11. So, Freisi konnte jetzt innen reinziehen. Centurio hat sich schon durchgedrückt. Flopsy jetzt dahinter. Hinter Freisi. Aber auch schon vom Kreisab direkt bedrängelt. Vorne haben wir auch noch die Vierertruppe mit Ramirez, Sachse, Hans und Patrick. Ja,
So, hier haben wir jetzt den Angriff. Joe Olli gegen Dexpex. Nein, ziehen wir mal zurück. Dexpex bleibt noch vorne. Auf Platz 1. Joe Olli hat sich jetzt auf Platz 1 vorgedrückt. Sachs hat einen Schaden hinten, also schon mal reinschauen, was da passiert ist in der Schikane. Wurde anscheinend wohl sehr, sehr eng. Platz 5 ist er gewesen. Ah, hat sich da verbremst, den Ramirez getroffen und wurde dann vom Hans abgeschossen. Und Santullo konnte in der Mitte einmal zack, zack, zack durch alle durchhuschen. Also. Mittelfeld sind gerade ordentliche Kämpfe. Centurio 5, Lopsi 6 und Freisi aktuell auf Platz 7. Ja, und Mike kommt hinten langsam auch wieder ans Feld ran. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Na, jetzt kommt auch, jetzt haben wir die interessante Situation, dass alle so gut wie auf Mittel gestartet sind. Wann wird wer auf Weich wechseln? Das ist auch sehr interessant, also da bin ich wirklich gespannt, wann die Jungs reinkommen werden. So, French Bulldog greift jetzt gerade Dexpex an. Probiert aus vorbeizukommen. Weil sie an Flopsy vorbei und. Das ist aber auch ein schönes Mittelfeld jetzt gerade hier. Da ist Angriff. Flopsy gegen Freisi. Hat nicht geschafft. Hinten drückt jetzt Chrysler an Hans. Ja, Freisi will auch schon an Ramirez ran und vorbei. Centurio ist schon. Ja, und Flopsy hat sich jetzt an Freisi jetzt wieder vorbeigedrückt. Da kann's gehen. Wer kommt dabei raus? Ja, Dexpex. Dexpex ist raus, einmal an der Seite. Wird damit wahrscheinlich sogar an, auf den letzten. Ja. Ich glaube, das ist doch alles ein bisschen vorbei. Ja. Auf Platz 10 zurückgefallen. Währenddessen gucke ich mal gerade auf der Stadt Ziel. Da sind nämlich Ramirez, Plopsi, Freisi und Hans direkt hintereinander. Alle Windschatten. Fahren jetzt in die erste langgezogene Linkskurve nach Stadt Ziel. Oh, Plopsi kommt weit raus. Auto bricht aber nicht auf. Unglaublich, wie lang man diese Gänge bei dem Porsche ziehen kann und muss. Ja, hat aber noch geschafft. Jetzt kommt aber auch Chrysler von hinten, der drückt jetzt auch schon wieder nach. Ein Stups auf Hand. Schon ein spannendes Viererfeld, wirklich. Da wartet jeder natürlich auf die optimale Gelegenheit, irgendwo rausziehen zu können. Ganz jetzt auch ganz nah an Flopsy hinten dran. Kleiner Stoß. Chrysler kommt auch deswegen auch immer wieder ran. Zwei Kämpfe. So, Ramirez Freisi. Freisi setzt sich auf Platz 4 durch. Und Flopsy versucht hinterher zu huschen. Klappt nicht. Oh, jetzt. Ja, und Chrysler, jetzt, der kommt auch noch mit dazwischen jetzt. Ja, der kommt mal richtig mit Speed angeschossen. Jei, das klappt gut. Sich fast sogar noch an Ramirez vorbeidrängen. Hat aber jetzt Flopsy schon mal kassiert. Und Hans natürlich.
mal gerade aus Handsicht, da kann man natürlich gut beobachten, wie jeder da um den Zentimeter kämpft. Boah, das wird jetzt auch eine enge Kiste hier mit Hans Flopsi und Kaiser. Hans muss er sich wieder zurückfallen lassen. Wenig Platz. Ja, und sind du jetzt schon auf Platz 2 vorgefahren? Lesen konnte, Lobby für die erste Liga schon offen, also wer schon drauf möchte, dann schon drauf. Ja, Hans versucht sich gerade, ja. Ah, ganz eng hier. Ja, schlägt nochmal zurück jetzt. Hans hat aber natürlich die Innenseite, kann dadurch reinziehen. Ja. Den hat er schon mal kassiert. Ja, Joey Olli kann sich auch nicht wirklich mit seinen weichen Reifen von Centurio absetzen. Also er kommt nicht richtig weg von dem Kollegen. Freis ist jetzt auch schon an Fridge Bulldog dran. Kurz nach hinten gucken. Dexbacks auf 11, Sachs mittlerweile auf 12. Also ist auch schon weit nach hinten geflogen. Oh, Hans hat sich da arg verbremst, quergestellt. Verliert 3 Plätze jetzt sogar. Mike ist nämlich auch noch vorbeigezogen. Ja, der hat sich jetzt auf 10 gesetzt. Ja, der, also war so Mike, glaube ich, hat jetzt auf 10 gesucht. So, da ist der Mike nämlich. Der hat sich nämlich jetzt ein bisschen an das Feld rangemausert. Er hatte auch zwischenzeitlich über 9 Sekunden Abstand auf Platz 1, mittlerweile nur 8,8. Also so aktuell gut dabei. Natürlich noch viel Verkehr vor sich. Jetzt bin ich schon wieder echt leise. Warum bin ich schon wieder leise? Gerade hieß es doch, ich bin sehr laut, jetzt bin ich wieder leise. Und ich kann mich nicht entscheiden, ne? Ich versuche einfach mal eine Runde lauter zu reden. Das ist halt immer ein bisschen angenehmer. So, Mike ist auch mitten im Getümmel drin beim Patrick 86. Und davor ist der Riser. Eigentlich ist das ganze Feld immer noch sehr nah zusammen. Sachs ist raus, okay. Sachs, okay. Sachs ist raus. Ja, Dexpex ist auf jeden Fall ganz weit hinten. Ja, Joe Olli. Der weichen Reifen, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja, Freisi ist jetzt. Verliert gerade eher sogar Zeit. Aktuell sind die Reifen, Mittelreifen von Centurio sehr, sehr gut. 1,35 wird jetzt also ja, auch schon langsam. So also ich finde auch, die weichen Reifen können die meisten Fahrer echt nur so 7, 8 Runden fahren. Ja. Dann sollte man eigentlich wechseln. Also ich als Durchschnittsfahrer kann das. Als Standardfahrer. Standardfahrer, Entschuldigung. Standardfahrer. Ich musste heute erstmal nachfragen. Ich dachte, Reinhard, ich sag, was meinte der damit? Ja, das tue halt. Ich hab's nur gelesen. Nicht der Reifenflüsterer bist und nicht der, der alles wegfrisst. Ja, das stimmt. Halt der durchschnittliche DTM-Fahrer. So, Freisi noch 4 Sekunden entfernt von Centurio. Das könnte sehr spannend werden bei den beiden gleich mal. Ne? Centurio könnte vorhin sehr gut an Freisi rankommen. Es lag aber eine unterschiedliche Reifenmischung dran. So, Flopsi war auch wieder auf Platz 4. French Bulldog auf Platz 5 ist aber direkt an Flopsi dran, probiert auch jetzt anzugreifen. Ebenso Joe Olli und Centurio. Centurio ist nämlich jetzt ganz nah dran gewesen, hätte jetzt fast Joe Olli noch passiert. Weiß nicht, wie es sich auf dem Essen anfühlt mit den Reifen.
Also er ist jetzt in der achten Runde, er könnte jetzt ja theoretisch reinfahren, könnte sich jetzt den mittleren holen, der Jolly. Würde es theoretisch tun, weil sonst... Ja, also da die letzte Runde auch schon eine Sekunde langsamer als die davor war, würde ich es wahrscheinlich jetzt auch machen, aber ja, er bleibt draußen. Aber ich schaue so hin, weil wir haben auch noch ein Feld, was wirklich sehr nah beieinander ist, immer noch. Ich sehe die Namen alle gar nicht. Patrick 86 auf jeden Fall mit dabei. Ramirez, Patrick, Kreisab, Hans... Mike auch noch dahinter. Und der Mike noch dahinter. Der hängt noch so ein bisschen fest, also der kommt auch nicht weg. Ja, die vier davor, die geben sich da ja nichts, also die sind da schon ordentlich am Fighten. Kreisab jetzt auch gegen Hans hier. Oh, ja, ob das klappt. Nee, klappt nicht, das habe ich mir gedacht. Das ist einfach tierisch eng da in dem S. Kreisab jetzt natürlich ordentlich Zeit verloren. Schade. Ja, das ist, man muss zusammen in das S fahren, das ist wirklich sehr, okay, war sogar noch ein Fahrfehler eigentlich mehr. Und dann natürlich dieser leichte Ping-Pong-Effekt mit dem Hans. Ja, in der ersten Situation war es wirklich ein leichter Fahrfehler vom Kreisab gewesen, dass er sich aufs Grün buxiert hat. So, was haben wir jetzt? Aber natürlich kam Hans auch an, Mike auch an Hans vorbei, so rum. Stoß von Hans gegen Mike. Ja. Wartet auch. Es nutzt es auch nicht aus. Hat sich da voll verbremst. So, jetzt mal gespannt. Vorne ist nämlich Centurion, Joey, Olli vorbei. Joey, Olli fällt jetzt auch in die Box. Ja, das macht doch Sinn. Hätte er vielleicht schon die Runde vorher machen sollen. Ja, das wäre vielleicht nicht so ganz verkehrt gewesen. Ansonsten ist keiner in der Box, was auch irgendwo ein bisschen logisch ist. Das hat sich jetzt fällt eben doch ein bisschen leicht auseinandergezogen durch diese ganz leichten kleinen Unfälle, Berührungen. Kaum? Warum hört man immer kaum? Kaum ist ja, also zumindest kann ich behaupten, dass deine Stimme sich mir gegenüber auf jeden Fall nicht von der Lautstärke verändert hat. Dann hat das da irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, das habe ich mir mal lauter gestellt. Ich hoffe, jetzt ein bisschen besser zu hören. Das verstehe ich aber jetzt wirklich nicht, weil ich drücke hier nichts, ich mache hier nichts, ich mache gar nichts. Wird immer geschrieben, man hört mich kaum, aber ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen besser ist, dass er mich jetzt wirklich wieder besser hört. Ich kann es mal nicht erklären, wofür man dann zwischenzeitlich ein bisschen leiser werde. Ein bisschen auf dem Mikrofon klopfen. Hallo, Test, Test, Test. So, immer noch hier am Kämpfen Ramirez und Patrick, die geben sich nichts. Mike kann sich ja nicht wirklich vom Hans absetzen. Hat auch natürlich direkt die beiden anderen DMR-Jungs vor sich. Ja, ist natürlich schwierig, gerade für Ramirez und Patrick. Beide das gleiche Auto, der ist auch nicht viel mit Windschatten. Also da muss man schon ganz nah dran sein, wenn man Nissan gegen Nissan fährt. Einfach einen unglaublich guten Zug. So, jetzt aber Mike vorbei, ja. Jetzt haben wir mal ein paar Boxen hier auch gerade, sehe ich gerade Centurion-Box, Box. Ja, hat sich aber Hans auch nochmal an Patrick jetzt vorbeigeschummelt. Sehr schön gemacht. Ja, ich sag ja, langweilig wird's trotzdem nicht. Bitzenfeld, Freisi, Centurio und Flopsi waren alle in der Box. Alle konnten auch den Centurio überholen, da er dann doch schon ein bisschen länger tanken muss. Ich hab wieder ein wenig Schmunzeln über den Reifen von Ramirez. Unfassbar. Also man kann sich fast jeden anderen Reifen angucken, keiner ist so runter wie dieser Reifen. So, aktuell ist Freisi, wenn alle anderen in der Box waren, auf Platz 1. Joey Olli auf Platz 2 theoretisch, Flopsi auf der 3 und Centurio auf der 4. Ah, Joey Olli fällt ein bisschen aufs Grün, wird wohl nicht lange auf Platz 2 bleiben, nach dem bereinigten Feld.
wie man es immer so schön sagt. So, Mike jetzt Ramirez kassiert. Schuldet der schlechten Reifen, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt in die Box. Ramirez bleibt draußen. Oh, Mike fährt in die Box. Hans fährt in die Box. Ich weiß, er muss eigentlich 12 Runden fahren mit dem mittleren Reifen, damit sich das lohnt, weil es mit dem Nissan wirklich sowieso schon so brutal ist mit dem Reifen, aber das ist ja vorne. Dass er so überhaupt noch fahren kann. Da können wir übrigens auch mal gespannt sein auf Liga 1. Ich bin mal gespannt, weil der andere bekannte Reifenfasser ist ja nun mal Joni. Wobei auch nicht mehr, so seitdem jetzt mit dem Lenkrad fährt, ist er ein bisschen. Ein bisschen weicher, ja. Ja, da kann man auch definitiv sagen, also Lenkrad. Packt auf jeden Fall noch einen Teil dabei, dass man etwas weicher durch die Kurven kommt und die Reifen etwas schonen kann. Ich habe sogar gelesen bei uns im internen Team, dass es mit dem Fanatec sogar noch besser sein soll als mit den anderen. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, bei uns dafür müsste ich erstmal auch definitiv zwei Runden gleich schnell fahren. Fängt schon mal damit an. Um auch, genau wie bei Setups, was zu beurteilen zu können, sollte man schon ansatzweise ein bisschen gleiche Runden fahren. Um auch wirklich was sagen zu können. So, auch Ramirez mal auf. Ja, ein Sprung dabei raus. Ja, fehlt doch gerade jetzt alles. So, Ramirez, jetzt aber rein. Ja, Ramirez wollte dann einmal genießen, auf Platz 1 zu sein. So, Freisi natürlich jetzt auf Platz 1, der war ja schon in der Box. Genau, Flopsi jetzt auf Platz 2, Centurio auf Platz 3. Joey Oliver ein bisschen durchgereicht, hat noch 5 Sekunden Vorsprung vor Mike, der auch schon in der Box gewesen ist. Ja, dann gucken wir jetzt die Leute, die jetzt aus der Box wieder rauskommen. Wer jetzt wo wie landet. Ja, Joe Olli, der natürlich jetzt auf dem mittleren unterwegs ist. Ah, der hat jetzt hart zu kämpfen. Ja. Der hat jetzt hart zu kämpfen. So, jetzt können wir mal in Ruhe durchschalten. Jetzt haben wir das bereinigte Feld. Also, Freisi aktuell mit 3,1 Sekunden vor Flopsi. Der hat direkt hinter sich Centurio eine halbe Sekunde. Das war vorhin auch ein bisschen mehr gewesen. Ich bin nicht ganz täuschen. Nee, von der Zeit her auf jeden Fall nicht. Naja, auf jeden Fall Centurio auf Platz 3 ist an Flopsi dran. Auf Platz 4 ist aktuell der Joey Olli, der jetzt nur noch 3,5 Sekunden Vorsprung hat. Gerade waren es noch 5 Sekunden, also der wird auf jeden Fall gleich auch den Mike gegen ihn verlieren, wenn es so weiterläuft. Mike auf 5, Hans auf der 6, Ramirez auf der 7, Patrick auf der 8, Crathab auf der 9, auf der 10 haben wir den French Bulldog und hinten ist der Dexpex. Diesmal nicht so weit abgeschlagen wie im ersten Rennen, aber trotzdem recht weit hinten. So, wir bleiben ein bisschen hier vorne bei Centurio und Flopsi. Ja, sind im Moment auch die einzigen, die so nah beieinander sind. Mausert sich jetzt auch wieder ran, auch auf Bestzeitkurs gerade hier im ersten Sektor. Ja, der Flopsi ebenfalls. Beide auf Bestzeitkurs gewesen. Platte Flopsi, also Centurio 3 Zehntel gerade Purple gehabt. Ich glaube 19.000 ist aber gerade Centurio greift auch gerade Flopsi an. Jetzt die Innenlinie natürlich. Stark von Centurio. Klappt super. Ja, aber leider Zeit verloren. Das Überholmanöver. Dafür hat der Platz gewonnen, ne? Das ist dann. Beste Runde zwar dann hinfällig, aber. Oh, ja, kommt weiter. Ja, geht noch. Passt. Centurio, Flopsi konnte es nicht nutzen, den Fehler von Centurio.
jetzt aber ordentlich Windschatten und ausziehen. Innen reinbremsen. Naja, der Beetle ist schnell in den Kurven. Ganz enge Kiste hier. Passt. Venturio kann zumindest vorne bleiben. Vorne auch jetzt gerade der Mike an Joey Olli dran, natürlich den Joey Olli anzugreifen. Nächster Angriff von Flopsy gegen Centurio. Kann ja auch besser rausbeschleunigen. Versucht die Innenlinie zu behalten. Ja. Arschspeck gebremst. Aber hat die Schikane aber noch bekommen, aber jetzt kommt Centurio nämlich wieder. Wenn für Joey Olli so weiterläuft, die entfernen sich aktuell so ein bisschen von Hans. Ja, noch 5 Runden. Mike hat jetzt gerade Joey Olli kassiert. Oh, kriegt auch nicht. Echt da den 5. Platz so ein bisschen ergaunern, der Joey Olli. Flopsy ein bisschen am Driften. Ich glaube, das wird nicht reichen für Joey Olli. Er hat jetzt schon eine halbe Sekunde schon verloren. Gerade war noch Hans 3,6 Sekunden entfernt, das hat aber Joey Olli noch ordentlich verloren irgendwie. Plus 2,5 also. Da muss er noch irgendwo mal einen Fahrfehler reingehauen haben. Centurio jetzt wieder Windschatten gegen Flopsy. Ja, Innenseite der Schikane. Kriegt er. Flopsy kassiert. Stark vorbeigefahren. Centurio aktuell noch auf schnellster Runde unterwegs gewesen. 1/10. Jetzt Hans an Joey Olli dran. Oh. Hans. Aber nicht. Ja, die haben sich da irgendwie berührt. Eine Wiederholung, weil eigentlich war der Hans ja hinter ihm. Sagen wir, ob der Heck einfach nur ausgebrochen ist. Nee, Joey Olli ist da quer. Ah, da kam eine leichte Berührung. Ah. So, dahinter haben wir aber auch schon Ramirez, Patrick und Chrisab. Ja, für Joey Olli könnte es mal richtig eng werden für die letzten 4 Runden. Ja, das hat Hans jetzt schön gemacht. Nach das Ziel in der langen Linkskurve. Bin innen noch kurz einmal die Bremse geöffnet. Konnte so durchrutschen gegen Joey Olli. Ramirez jetzt gerade an Patrick 86 CGT vorbei. Ist jetzt auf Platz 8 vorgerückt. Ja, aber Chrisab konnte das komplett nutzen. Weil vorhin war Chrisab noch hinter Ramirez und Patrick und die beiden bekriegen sich da und er ist einfach mal vorbei gehuscht. Hat sich gedacht, macht ihr mal, ich fahre mal vorbei. Ja, vorne kann sich Freisi gut absetzen. 6,7 Sekunden vor Centurio, der immer noch Flopsy. Ja, die beiden, die sind immer noch im Kampf. Aber jetzt Fehler von Centurio, Flopsy wieder vorbei auf Platz 2. Oh, das wird ihn jetzt ärgern. Das hat ganz schön viel Nerven und Kraft gekostet, den überhaupt nicht zu überholen. Durch den Fahrfehler leider wieder auf Platz 3 zurückgefallen, der Centurio. Aber das schafft jetzt in den letzten 2 Runden im Grunde sich nochmal wieder ranzumauern. Und
Joey Olly aktuell noch auf Platz 6. Hat aber jetzt Chris Up hinter sich. 0,3 Sekunden. Aber danach hat er ein bisschen Ruhe, weil die Jungs, die dahinter bekriegeln, der Patrick und sowas alles, die haben ein bisschen Zeit verloren. Die sind nämlich, ja, Joey Olly jetzt gerade auch Chris Up überholt worden. Aber jetzt hat er so ein bisschen, ja, noch ein bisschen Luft. Weil Patrick Ramirez und French Bulldog sich da alle so bekämpfen. Dexbex fährt gerade nochmal in die Box. Fährt auch wieder raus, weil er zu wenig getankt hatte. Aber doch nicht getankt, gar nicht. Ich glaube, der ist so durchgefahren. Okay. Okay. Ja, ich glaube, das ist leider für Centurion nicht gut gelaufen, gerade in der Runde davor. Weil er kann jetzt auch nicht mehr auf Flopsy aufholen. Jetzt hat er ein bisschen den Anschluss verloren. Reifen sind ein Ticken schlechter. So, nichtsdestotrotz, Patrick 86 CGT auf Platz 8. Hat jetzt Joe Olly vor der Brust auf die Startzielgeraden. Ja, Joe Olly muss auch noch mehr Fehlverhalten. Muss doch noch mehr Fahrfehler gemacht haben, weil er hat nämlich noch Vorsprung gehabt. Vorne nämlich guten 3 Sekunden. Patrick hat ihn ja jetzt irgendwie wieder vorgelassen, würde ich schon fast sagen. Jetzt muss sich Joey wirklich einfach querstellen. Er muss wirklich jetzt quer machen, vorletzte Runde. Um nicht nur nach hinten durchgereicht zu werden auf Platz 10. Muss er wirklich einfach sagen, nö, du kommst nicht dran vorbei. Ja, aber die beiden werden schon ein bisschen aufgehalten. Jetzt ist hier oben French Bulldog ganz außen schon halb auf den Rasen. Jetzt rein, ja, kommt French da durch, Bulldog, ja. Ist vorbei. Der lachende Dritte gewesen. Ja, da muss Patrick natürlich jetzt nachlegen, der muss ihn natürlich jetzt auch noch kassieren. Oh, da kommt ja noch der Ramirez auf. Ramirez, ja. Da kommt der Ramirez auch von hinten angeschossen und zieht sich da komplett durch und kassiert alle beide. Nur der Patrick hängt fest. Das war natürlich eine krasse Aktion. Jetzt kommt aber auch Patrick an Joey Olly vorbei und er muss aufgeben. Gerade auch leider nicht auf Joey Olly drauf, aber gut, ist jetzt. Jetzt ist er vorbei. Fährt auf die letzte Runde. So, vorne hat sich jetzt nichts getan. Freisi auf 1, Flopsy ja, hat seine gute 1,6 Sekunden vor Centurio. Mike ist auf 1,1 Sekunden jetzt an Centurio rangekommen. Jetzt mal gespannt, ob da noch was passieren könnte. Wobei ich letzte Runde ein bisschen. Mag zu bezweifeln. Oh, Joe Olly nochmal Angriff gegen French. Ja, ist vorbei. Ja, French versucht zu kontern. Schönes Ding. Oh, das wird natürlich jetzt. French Bulldog etwas ärgern. Wahrscheinlich kann ich schon die ganze Zeit überlegen, wo kann ich noch mal versuchen anzugreifen, ja, aber es ist nicht mehr viel. So, Glückwunsch Freisi. Rennen gewonnen, gefolgt von Flopsy. Ja, und Mike ist nochmal richtig rangekommen an Centurio. 0,3 Sekunden reicht aber nicht. Da fehlt auch wieder die letzte berühmte Runde. So, dann haben wir Hans auf Platz 5, gefolgt von Chrisop. Der kann nichts mehr machen. Vorne Ramirez und Patrick. Hey, Joe Olly noch raus. Ah. Ist abgeflogen. Ja, Joe Olly ist rausgeflogen. In der letzten Kurve. Patrick 7, Ramirez 8, French 9. Joey Olly fliegt nochmal ab. Gucken wir nochmal schnell an. Er hat nochmal probiert bei. Ah ja, okay. French hat ihn vorher kassiert und hat nochmal probiert beim French reinzustechen.
Man hatte gehofft, dass er dadurch vielleicht nochmal den Platz zurückholen kann. Hat nicht ganz geklappt. Dementsprechend ist er Platz 10. Dexpacks nochmal mit einer Penalty. Ja, das war nicht so seine Strecke. So, der kommt auch ins Ziel. Ich ziehe mal unseren Kollegen hier hoch. User was moved to your channel. So, das Löckchen müsst ihr uns auch hören, denn Lobby 1 ist ja auch schon offen. Hallo? Löckchen, wo ist er? Noch nicht da. Natürlich höre ich euch und die ist schon voll. Es fehlt nur noch einer. Ja, der Kollege wird jetzt gleich kommen. Er wird sich jetzt gleich auf Weg machen. Voll hört sich gut, also sind wohl 14 Fahrer da in Liga 1. Das ist da über. Was? Ich dachte, sind da 14 Fahrer in Liga 1? Wenn du sagst, Lobby ist voll. Ja, wir sind schon mit mir 15, also fehlst nur du. Perfekt, also das ist doch wunderschön, dass wir mal Liga 1 mit. Ich stelle jetzt mal die Uhrzeit um und sage, dass Quali gestartet wird für die Quali Jungs. Kann starten. Hervorragend. So. Ja, Ergebnis Liga 2. Haben wir hier nochmal. Freisi hat sich den Sieg geholt im zweiten Rennen. Ich trage das Ergebnis jetzt noch eben schnell ein. Danach werde ich anfangen, diese Lobby zu verlassen und diese andere Lobby aufzusuchen, dass wir dann davon berichten können. Dann ist es ja schön, dass es mal zeitlich heute ganz gut klappt, nachdem es gestern ja wieder chaotisch war. Läuft es heute zumindest mal einen Ticken besser. Jo. Das war sehr gut. Das hoffen wir, dass das gleich auch bei den Starts so passiert und die da auch alle sauber vom Fleck kommen. Davon gehen wir mal erschwert aus. Ja, genau, da hoffen wir einfach mal von. Ansonsten kriegen sie was an Hals. Ja, also wir können auf jeden Fall alle gut gespannt sein auf Liga 1. Ja. Noch ein paar nachgerückt. Kaiser hat sich ja mittlerweile zum Beispiel auch dorthin verirrt, will ich mal schon fast sagen. Da bin ich sehr gespannt. Ich drücke ihm auch ganz fest die Daumen. Wer hat sich hin verirrt? Entschuldigung. Der Kaiser. Ja, wird wohl anwesend sein. Hab ich noch alle gleich durchgewurschtelt. Ja, das ist wohl wahr. Das Böhmchen schreibt gerade Liga 1 Toyota Fanclub. Ja, in Liga 1 ist wirklich sehr, sehr viel Toyota vertreten. Ja, ich habe, glaube ich, gerade schon 10 oder 11 gezählt, nur Toyotas. Ja. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ja, siehste. Werbespot der 90er. So. Sind alle alt. Ich werde mal hier anfangen, die Fahrer vorzustellen. Mach das. Tada. Ja, dann stellen wir vor. Stell ich mal vor. Wen haben wir denn als erstes? Als erstes haben wir den Thomas von Peacekeeper Team. Fährt in einem Trustmaster TGT und den Toyota GR Supra. Seine dritte Saison. Und ist jetzt in Liga 1, hat es geschafft, sich hochzuarbeiten. Er hat den klassischen Weg gewählt. Dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. So, der nächste Fahrer hat den Weg nämlich nicht gewählt. Er hat gesagt, ich komme, ich fahre Liga 1. VP Cobra ist eingestiegen für Christoph Meyer. Deswegen sind die Daten auch noch nicht ganz korrekt, weil das eigentlich eher sehr kurzfristig auch wieder gewesen ist. Ich glaube, erst gestern oder vorgestern ist es so wirklich passiert, dass er reingekommen ist. Deswegen sind die Daten noch nicht vollständig. Ja, herzlich willkommen, unser Belgier. In der Digital Masters. So, als nächstes haben wir den einen alten Bekannten. Den Donny, Don Mainardo. Der Chef von Don Mainardo Racing. Ist auch ein Trustmaster TGT-Fahrer und auch im Toyota FT1 unterwegs. Seine fünfte Saison, also auch einer der etwas älteren Fahrer bei uns hier. Der Rentner. Ja, so. Das, er ist einer mit ich glaube, drei oder vier weiteren, die auch fünf Saisons bei uns gefahren sind. Zwar jetzt nicht durchgehend, immer mal angefangen, Ende. So, ich bin auf jeden Fall auch schon mal in der Lobby, das ist schon mal auch ganz wichtig. So, als nächstes haben wir dann den RCR II, ehemals VP II.
ist jetzt für ein Team Radical Racing unterwegs. Im Logitech G29 fährt auch ein Toyota GR Supra. Ebenfalls seine fünfte Saison. Dann haben wir... Oh, ich habe vergessen, glaube ich, da was einzutragen. Oder wurde mir das nicht angegeben? Muss ich mal schnell schauen. Ich habe es vergessen anzugeben. Das Alter von Gikschen ist von 92, falls es jetzt einen interessieren sollte. Von Clean and Fun Racing, Lenkradfahrer Logitech G25 Toyota FT1, ist der Teamkollege von Kaiser, der jetzt nicht als nächstes gezeigt wird. Schade. Das ist jetzt sehr blöd. Auf jeden Fall ist das der Teamkollege. Dann haben wir von High Performance Sim Racing den GP. Er letzte Saison als Quereinsteiger in Liga 2 reingekommen. War aber zeitlich ganz gut für Liga 1 da, deswegen ist er jetzt auch oben. So, dann haben wir auch einen alten Bekannten, den Herrn Greve, eben von High Performance Sim Racing, auch im Toyota GR Supra unterwegs. Dann haben wir den Ioni von Dominado Racing, Logitech G29, Toyota FT1, oh, wieder ein Toyota. Da haben wir ihn, den Kaiser, den Teamkollegen von Gikschen, Clean and Fun Racing, Toyota FT1, mal wieder ein Toyota. Oh, noch ein Toyota vom Crusader. Ja, welche Überraschung. High Performance Sim Racing, ebenfalls ein Toyota-Fahrer. So, haben wir noch einen Leaf Yatan. Ja, ein Mercedes-Benz, wundervoll. Wundervoll, der Mann. Applaus. Kein Toyota. Team Peacekeeper. Und dann haben wir noch den Mac von High Performance Sim Racing. Ebenfalls Toyota GR super unterwegs. Vierte Saison für ihn. Und da haben wir noch einen gewissen Herrn VP Marco Lahm. Ich glaube, der ist mittlerweile anders. Der heißt jetzt VLX Marco Lahm. Ist auch hier falsch angegeben. Ja. Wobei das Team richtig angegeben ist. Deswegen ist das sehr irreführend. Seine zweite Saison Meister. Gucken, ob er diese Saison seinen Titel verteidigen kann. Ich sehe schon, dass er... Obwohl, die Zeiten werden mir gerade falsch angezeigt. Deswegen kann ich gerade gar nicht beurteilen, wer jetzt wirklich schnellster ist. Momentan ist Juni in der Quali momentan. Boah, die Zeiten sind schon mal echt schön. 31,6, 31,7, 32,1, nice. 32,1, 32,2, 32,2. Ach du Scheiße. 32,2. Und ich muss dazu 32, sagen, Juni... Ah ne, jetzt ist es auch weich gewesen. Entschuldigung, weil ich habe noch einen hier vergessen. Markus, den Markus 88 vom Lead Lab eSport Racing Team. Fährt in einem BMW M6, dritte Saison. Haben wir noch einen? Nein, das war der letzte Fahrer. So, jetzt können wir weiterreden, Entschuldigung. Ja, der Juni hat vorhin schon die erste 31er Zeit gefahren. Jetzt ist er gerade mit weich unterwegs auf Mittel. Also mittlere Reifen. Und jetzt hat er weiche drauf. Achso. Okay. Ja. Ich bin ganz gespannt, ob mir eine Null da vorne noch fällt. Ich glaube zwar nicht, aber naja, nichts ist unmöglich, ne? Ich wollte gerade sagen, nichts ist unmöglich in Liga 1. Richtig, das war ja auch ein Wortwitz. Okay. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, die jetzt gerade hier durchswitcht, das kann eventuell von den Zeiten her alles nicht komplett richtig stimmen. Da, weil ich, wenn ich später reinkomme, sind eventuell einige nicht angezeigt. Oder nicht richtig angezeigt, weil es werden immer erst die Zeiten angezeigt, wo ich da drin bin. Deswegen kann es auch diese manchmal nicht stimmen. Aber was ich hier sehe, sehe ich auf jeden Fall sehr nah beieinander, das Feld. Aktuell. Ja. Ei, aktuell nur auf Platz 8. Ich denke mal, wird von der Bestzeit her gleich mal ein bisschen was Besseres kommen. Ja, ich glaube, warte mal kurz hin. Ja, bis jetzt auch noch keine, also eine 32, das ist ja die dritte Runde, wo er jetzt gerade fährt. Ja, ich denke, da wird auch noch was kommen. Ja, natürlich. Typisch. Das ist, der macht immer das Beste zum Schluss. Aber oh, der ist auch mit diesem. Die Antwort: Nissan GTR fährt der Makula. Ja, hätte ich auch so sagen können. Das Auto schnell eintragen: Nissan GTR. So. Und unser Cobra, was fährt er für ein Auto? Das ist auch dann. BMW. Den Walkenhorst fährt er. Ja, okay, wie war das mit BMW? Ah, da war irgendwie ein alter von. Ah, doch, Cobra, ja. In dem BMW M6 Walkenhorst unterwegs. Ja. Jungs drehen noch ein paar Runden hier. Ich glaube, Cobra war einer der gewesen, der gerne sich mal im Kreis gedreht hat. Also zumindest weiß ich noch von früher, von vor, boah, schieß mich tot, halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
bei dem Masters of Champion ist er auch gefahren, ist er damals für die World Tour angetreten und da war er auch so stark gewesen, aber hatte immer Traktionsprobleme und hat sich immer wieder weggedreht. Das kann ich mir so aus Erinnerung. Dann gucken wir einfach mal. Ja. Dann gucken wir das mal. Weil Liga 1 ist wirklich schon ein wenig Elite, kann man ja wirklich schon so sagen. Definitiv. Also mittlerweile haben wir echt also Top-Fahrer oben. Ja, Joni, Makula, Cobra. Ja, das ist alles. Auch, klar. Ja, natürlich, aber brutal. Ich sag mal, Kaiser und Gigschen bin ich definitiv wirklich gespannt, wie die sich jetzt schlagen, das erstmal in der Liga 1. Nee, ich auch, weil die letzte Saison haben die, ich wollte letztes Jahr sagen, haben die sich ja echt in ihrer Liga vorher Er hat jetzt auch eine 31-8 gesetzt. Ja, das ist schon ein Zehntel hinter Joni und Makula. Ich bin mal auf Joni. Also ich sag mal, vor allem bei der Liga jetzt, also gerade bei hier oben, bin ich sehr gespannt. Die fahren jetzt auch viele gleiche Autos. Jetzt kommt es drauf an, wer von den Jungs kann konstant fahren. Wer schafft es wirklich über Runde und Runde und Runde und Runde diese Zeit wirklich so brutal zu fahren? Um es mal so zu sagen, ne? Weil die Reifen bauen ab. Wir wissen, Joni war normalerweise ein guter Reifenfresser. Mittlerweile fährt er jetzt mit dem Lenkrad unterwegs. Makula hat gerade neue Bestzeit. Ja. 31,5. Ticken schneller unterwegs. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig, richtig spannend hier. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, ich schreibe auch immer Runde zu Ende fahren. Ich glaube, 10 Minuten sind rund. Ja, genau gerade. Vor 7, 8, 9 und 10 Sekunden. Ja, ich bin echt mal gespannt. Ja, sehr, sehr gespannt. Das sind wir alle. Ach, schade, ja. Joni. War gerade auf besser Kurse. Er hat einen leichten Schwenker gehabt und das hat ihm wahrscheinlich jetzt seine Zeit gekostet. Er wollte es wahrscheinlich nochmal vom Makro da schaffen, aber naja. Das war wohl nix. Bin mal gespannt, ob er setzen kann. Nö. Er ist jetzt schon langsamer als seine, weil er fährt auch in den ersten Sektor. Ja, ich dachte, ich habe jetzt nicht gesehen, welche wohl auf der Ziellinie war. Hat sich es geschrieben habe. So, eine Bestimmung. Ja, Makula Joni kommen jetzt sofort drüber. Er fährt gerade noch Don Bernardo, das wurde auch doch nochmal verbessert. Sehr gut. Aber. Achso, ist doch gerade raus, wo kann es sein, wo es hingehen? Ja. Naja. Ja. So. Jetzt kommt er wieder Rinne. Jo. Und Locke? Was denn? Was gibst du für einen Tipp ab? Sag mir mal die ersten drei. Ganz schwierig. Also die ersten drei, denke ich mal, werden Makula, Joni und Ai sein. Denke ich mal. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt Cobra sich schlägt. Ich habe ihn noch lange nicht mehr gesehen. Beziehungsweise habe seine letzten Rennen, die er irgendwo gefahren ist, ja auch nicht mitverfolgt. Aber ich bin aber auch gespannt, ob Kaiser Kitchen da eventuell da die das ganze Feld mal ein bisschen aufmischen könnte. Aber ja, Makula, Ai und Joni. Und Joni, die ersten drei, ja. Ja, gehe ich mal von aus, aber ne? Ich bin mal gespannt, Don Bernardo ist ja auch ein sehr konstanter Fahrer, der auch gut Reifen schonen kann, ob er da vielleicht irgendwelche Vorteile ziehen kann. Wir wissen, die Strecke, die ist ganz schön reifenfressend. Ja, ist aber schwierig bei den Jungs, ne? Ja, definitiv. Und ich weiß auch, der Mac ist eigentlich auch extrem schnell auf dieser Strecke unterwegs. Also ich
gerade hier Mac, Rewe, Gitchen, Kaiser, Thomas, das ist so dieses Mittelfeld, wo ich sagen muss, das wird auf jeden Fall mega spannend werden. Ja. Ich muss gerade sagen, der Herr Grewe ist nur ein Tausendstel hinter Mac. Ja. So, schreibst du mal im Start, weil dann kann ich dann mal aufs Knöpfchen deuten. Sind ja alle drin, ne? Ja. Ja, wenn ihr dann loslegt, werde ich mich... Warte. Was jetzt? Ich höre gar nichts. Nee, der GP ist gerade rausgegangen. Achso. Wer? GP war gerade raus. Deswegen weiß ich auch nicht, wo der im ersten Sektor ist. Ja, dann haben wir halt Zeit, das Kollege, strategisch. Er fällt gerade raus. Ja, er ist auch... Also, er ist zumindest jetzt gerade im System rechts richtig gelistet. Ja, ich warte eben, bis er da ist, dann sag mir Bescheid. Dann drück ich Knopf. Ja, er steht normalerweise auf dem richtigen Punkt, aber... Drück den Knopf. Ich werde mich zurücklehnen. Okay, Spikes Me. Viel Spaß beim Zugucken. Auf jeden Fall. Ich gucke auf jeden Fall zu und dann schauen wir mal, was da gleich läuft. Ja, kann starten. Ja, alles klar. Jo, auch ein Spikes. Bis dann. Ciao. Trinken bereitstellen. Es wird lustig. Ja, ich bin jetzt mal echt gespannt. So, ich gehe meinem Job nach, ich gehe mal gleich nach hinten. Gucken, ob da alles soweit vorankommt. Hier sieht man auch, es sind sehr viele Fahrer, die hier definitiv auch die FIA-Rennen fahren, nämlich alle SS, SS, A+S. Also. So, einmal schnell gucken, wer welche Reifen fährt. So, es rollen, glaube ich, alle. Vorne die ersten vier fahren alle auf Rennweich. Ja, das ist, da haben wir nicht anders gerechnet. So, es rollen alle super. Bin gespannt, ob auch alles beim Start klappt. Es sieht sehr gut aus. Wunderbar. Ja, willkommen am ersten Rennen der Liga 1. Achte Saison. Makula kann alles erstmal, alles super. Ja. Er ist komisch aus, deswegen erwähnt ich gerade Makula, aber alles tutti. Natürlich gibt es jetzt noch keine direkten Zweikämpfe, obwohl Thomas Donny gerade hingeschaltet, sehe ich wohl. Aber auch Donny will einen anderen Toyota holen. Ja, und die beiden Toyotas wollen den BMW da vorne haben. Der passt nicht so ins Bild. Ist kein Toyota-Schild dran. So, nach vorne mal eben schnell und da nichts verpassen. Ne, sieht alles gut aus. Ja, Donny. Ja, Donny probiert jetzt bei Cobra rein zu bremsen. Er ist durch. Schafft es auch, ja. Ja. Aber Thomas ist dahinter. Er konnte nicht nachrutschen sozusagen. Ja, aber da hat ist Mac. Einen Fehler gehabt und jetzt Mac war gerade hinten ein bisschen im Grünen, wenn das richtig war. Oder Herr Grewe. Mac war es. Thomas an Cobra vorbei. Herr Grewe ist, da fährt aber noch einer. Ich glaube, der Mac wieder geradeaus. Ist. Mac ist 12. Wie viel? 13. Mac hat sich nach der Schwitzkehre weggedreht. Ich hab noch mal kurz einen geradeaus fahren sehen. Aber ich glaube fast, er hat mich. Ah, von Gegner hat er einen Hit bekommen. Ja, das ist doof. Von Gegner einen Hit bekommen und dann ist er da. Dann hat er noch mal einen bekommen und noch mal einen, noch einen. Dann wurde ein bisschen durchgereicht. Schade. Schauen wir mal. So, ich bin mal eben da wieder vorne, Makula. Joni konnte sich ein paar Meter ransetzen an Makula. Ja. Die beiden konnten sich aber minimal absetzen von Ai. Eine knappe Sekunde. Die anderen beiden da vorne trennen wir jetzt gerade momentan 3/10. 2 sitzt gerade. Jetzt klebt Joni dem Makula direkt an der Mäse. Kann sich lassen. Ja, da greift Joni aber noch nicht an. Er wartet erstmal wahrscheinlich ab. Das sind sowieso die beiden, die da echt Geduld haben und den passenden Augenblick sozusagen durchstechen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Joni abwartet bis auf die Startziel und da versucht, den Windschatten voll auszunutzen. Und dann passen die SS durchzugehen.
Ja, ich glaube, dass... Magola, musst du gerade ein bisschen Auto korrigieren, der Arsch wedelte gerade. Joni wird vermutlich eher so auf einen Fehler warten, wie irgendwie großartig anzugreifen. Ja gut, aber jetzt nach Start, auf der Startziel, der Windschatten, ne, er geht direkt aus dem Windschatten raus. Kann also, ne, da jetzt geht er wieder rein. Ne, ja, das ist glaube ich auch wirklich so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, so die beiden so, oh, Cobra in der Box. Was? Cobra hat schon eine Box. Cobra? Was hat er denn gemacht? Wieso kann ich nicht dahin? Das ist... Ich komme nicht auf Cobra. Cobra holt sich jetzt schon weiche Reifen. Ich sehe auch gerade bei ihm in der Box, dass definitiv die Tankanzeige falsch ist, die da 75% gestellt ist. Ich glaube, das liegt... Ich glaube, das liegt daran, weil du es nicht umgestellt hast. Richtig. Ja, super. Warum soll alles super laufen, ne? Dann habe ich es verkehrt eingestellt. Na, ich wieder, ne? Ja, und wir bei alle gleichen Bedingungen. Ja, definitiv gleiche Bedingungen. Müssen sowieso alle einmal rein wegen Frichtreifenwechsel. Ja. Naja, alles gut. Wie es gerade fragt, ob Cobra sich jetzt schon den Weichen geholt hat. Aber damit jetzt Ende durchfahren, wird ja auch nichts bringen. Oder er will es einmal auf Weichfahren, kann natürlich auch sein. Ja, unser, mein Co-Kommentator hat muss auch gerade nochmal was reingeschrieben zu dir. Ja, ich hab's geschrieben. Ihr habt, seid nur ihr beiden die ganze Zeit rumrollen, so leise. Nicht, weil wir aufmerksam sind. Echt, schaltet eure Hörgeräte an. Nee, ist klar. So, ein kurz gucken da. Da vorne ist alles Thomas und Dom Bernardo kämpfen gerade. Wollte ich gerade erwähnen, genau. Dann gucke ich mal weiter, wenn du da drauf bist. Ob da hinten noch irgendwas passiert. Gitschen und Kaiser, ne, die fahren da in Formation, gerade durch die Spitzkehre vor Startziel. Thomas probiert auf jeden Fall anzugreifen jetzt in Dom Bernardo. Probiert es außen und kommt auch gut vorbei. Aber Don Maynardo kann nochmal kontern. Cobra ist. Cobra versucht gerade hinten die Fiatan anzugreifen. Ende Start Ziel. Geht gerade Versuch Außenlinie. Sieht auch gut aus. Ja, ist über die Außenlinie nach Start Ziel in der Links vorbeigegangen an die Fiatan. Ja, natürlich jetzt auch die weichen Reifen drauf und kann hier schön Druck machen. Gas ja, natürlich. Er muss auf jeden Fall noch mal rein, weil mit einem Satz weichen Reifen kommt er nicht durch. Das wäre zu utopisch. Ja, also Reifenflüster wäre gut, aber das ist nee. Das geht nicht. Natürlich nicht. So, mal eben kurz da durchflitzen hier. Oh, was ist dein? Oh, Makula und Joni. Makula hat gerade einen Fehler gehabt. Joni klebt mir jetzt noch wieder sehr nah am Arsch. Aber da ist aber auch jetzt schon Ei hinten dran. Hatten die beide Fehler? Ei war gerade. Ich gerade. Wenn die sich so ein bisschen duellieren, hat ja doch schon ein bisschen Zeit liegen lassen. Ja. Aber es ist schön, auch mal schön zu sehen, das kann keiner sagen, dass irgendein Auto wieder einen Vorteil hat, weil die ersten drei unterschiedliche Autos sind, ne? Auch wenn zwei Toyotas dabei sind. Thomas kann so ein bisschen von Don Maynardo absetzen. Herr Greve kommt nicht so richtig ran. Eine Sekunde Abstand aktuell noch. Ja, Kaiser Gickschen. Gickschen ist so, ja, lässt ein bisschen Luft nach Kaiser. Gefolgt von Markus. Der hat GP an der Backe. Oh, Joni greift Makula an. Ja. Ist auch gerade dran vorbeigestochen. Gehen jetzt auf die Backup-Passage zu. Und Makula kommt ein bisschen weit raus, aber ne. Gott sei Dank nichts passiert. Machen wir mal schnell eine Wiederholung an. Ja, geht jetzt gerade schön sauber durch die Schikane nach dem Bergabstück da. Joni kann sie jetzt, wenn man es so sieht, ein paar Meterchen sind es wirklich schon absetzen, obwohl jetzt ja, Spitzkehre, da ist Makula wieder hinten dran. Da brauchst du nur ein Millisekunde später bremsen, schon hast du wieder ein paar Meter gewonnen. Bin ich gespannt, ob Ei eventuell Makula auch schon angreifen möchte, weil Joni kann jetzt weitere Meters gut machen. Auf Makula. Also ich bin echt erstaunt. Kaum fährt der Joni mit dem Lenkrad, ist er von den drei vorne, wo die Reifenabnutzung am geringsten ist und Ei hat die größte Abnutzung.
Marco und Joni waren eigentlich immer Controllerfahrer. Diese Saison sind jetzt Lenkradfahrer, haben wir umgestellt. Und Ai war ja schon immer Lenkradfahrer. Das ist dann wirklich doch schon erstaunlich, dass die beiden dann doch so die Reifen ein bisschen besser aktuell noch haben wie Ai. Aber es ist natürlich ein starkes Bild gerade vorne, alle drei da vorne einfach echt in der Sekunde zusammen anfahren. Ja, das ist saustark. Überleg mal, nach 6 Sekunden die drei immer noch so nacheinander. Das ist schon. Das ist nur das Loch zwischen den Platz 3 und 4, zwischen Ai und Crusader, fast knapp 5 Sekunden. Ansonsten die drei da vorne, die ziehen Rennen durch, das ist schon krass. Kommt auch ein bisschen an Don Bernardo ran. Ja, und Ai hat wahrscheinlich die gleiche Strategie jetzt wie Joni in Bezug auf Makula. Er bleibt die ganze Zeit immer gleicher Abstand, immer schön dahinter. Wartet eventuell, wie du vorhin auch selber sagtest, eventuell auf einen kleinen Fehler von Makula. Einfach einen kleinen Fehler, wo er mal kurz den Arsch rausrutscht oder sonst irgendwas. Sich einmal kurz verbremst, minimal. Und man dann einfach da ist. In dem Moment. Ich schau mal kurz nach hinten, ob da los ist. Da ist alles, ja. Cobra hängt jetzt gerade bei GP da hinten dran. Ja, GP gerade ein bisschen mit dem Arsch am Wedeln. Fahren gerade die letzte Schikane vor Startziel. Aber auch wenn Crusader trotzdem 4-5 jetzt. Ja, Cobra kommt jetzt, versucht jetzt über Außenlinie. In der letzten Kurve vor Startziel. Ist auch noch daneben. Ja, auch sauber. Hat es über die Außenlinie geschafft. Ja, gut, gleiche Reifen in Bezug auf die mittleren von GP. Aber sauber gemacht. Sah gut aus. So, iMac leider durch den Fehler natürlich am Anfang. Jetzt weit hinten abgeschlagen. So, was haben wir noch irgendwo? Engere Pärchen da, die gerade kuscheln wollen. Ja, nur Herr Grill war gerade recht nah dran und Don Bernardo ran. Eine Sekunde. Oh, Ai gerade Fehler gehabt. Er fängt sein Auto aber gerade noch so ab. In der nach der Bergab. Ja. Mal da. Einmal kurz gezückt. Ja, ich bin gespannt. Er wird wahrscheinlich jetzt vor der letzten Kurve, die Spitzkehre, versuchen, da die Strafe loszuwerden. Nein? Okay. Ich hoffe. Du kennst die Regeln. Oh oh. Okay. Ja. Tja. Schade, Ai. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Ja. Aber da wird die. So, ja, tut es natürlich wirklich leid, aber da werden wir die Saison definitiv diesmal härter drauf achten. Wir haben letzte Saison wirklich ein bisschen schleifen lassen, das wurde deutlich thematisiert, dass wir es nicht gestatten, dass mit der Strafe über die Startziellinie gefahren wird. Die ist jetzt eher davor, Ai, da muss ich jetzt mal dran gewöhnen. Ich habe jetzt einfach VP Ai gesucht. Ja. Da findest du nur den Cobra, wenn du unter VP guckst. So, wir holen das restliche Feld mal, so ein bisschen auseinandergezogen. Also ich muss jetzt echt sagen, also jetzt haben wir wieder so ein Qualifying so ein bisschen mit dabei. Es ist, finde ich persönlich, das Feld dadurch schnell auseinandergezogen. Haben wir bei Liga 2 auch schon gesehen. Dass es sich dann durch ein Qualifying doch schon schnell auseinanderzieht, weil die schnellen Fahrer vorne sind, die langsam hinten. Und im zweiten Rennen hat man es dann doch gesehen, dass halt durch dieses Durchfeld kämpfen. Ja, macht sofort. Aber hat die Strafe immer noch. Hat es bis jetzt immer noch nicht abgebaut. Mein Gott, ich will die ganze Zeit eine andere Person und dadurch haben wir die Plätze vielleicht nicht mehr auf der gleichen immer wieder. Ja, jetzt ist er direkt nach Ausfahrt die Strafe
Mein Gott, ich habe erst den Mikrofon ausschaltet. Oder? Ja, das ist natürlich bitter. Vermutlich hat er es einfach Eifer des Gefechts ein bisschen übersehen, aber natürlich sofort reingefahren. Alles tut uns leid, aber so ist das Leben. Hart, aber ungerecht. Leider. So, was ist er bei da vorne? Juni, oh, Juni konnte ich, habe ich was verpasst beim Schreiben? Konnte hier 2 Sekunden absetzen von Marco oder schon? Ja, ich sag mal, die Reifen von Marco sind auch nicht mehr die besten so. Ja, aber hat ein bisschen mehr mit zu kämpfen, wenn die Reifen runter sind. Das ist minimal. Das ist, ne? Das ist der Punkt, so, ne? Das sind so die Sache, warum, na gut, Runde 8, 9, klar, die wollen ein bisschen rauszögern. Sind vermutlich immer noch schneller wie mit auf dem mittleren Reif, deswegen wechseln sie auch eventuell noch nicht. Mhm. So, müssen wir mal kurz ein bisschen durchgucken. Ja. So, Copa ist an Gitschen vorbei. Aber Copa ist auch ein sehr guter Reifenfresser. Muss man echt so ein bisschen lassen. Kurva, wo ist er? Platz 9. Oh, da, ja. Lang ist es her, dass er. Der war da, glaube ich, in den ersten 2 Runden war er drin, ne? Naja, ich glaube, in der zweiten sogar schon direkt irgendwie. Ja, in der zweiten. Ja, gut, im Endeffekt, dann ist er jetzt schon jetzt die Ende der 7. Runde. Mit denen. Ja, gut, also, Joni und Marco in der Box, beide gefahren. Oh. Doch, Crusader, erstmal schön hier. Auf 1. Das wird nicht lange bleiben. So, wo kommt jetzt? Hey, den hier. Joni kommt aus 3 raus. Ja, kann sich beide noch vor Dominado rausschieben. Donny muss jetzt. Ich werde auf jeden Fall definitiv sehen, dass in der Pause auf jeden Fall viel gemeckert wird wegen dem Sprit. Alle die gleichen Bedingungen. Das hat keiner Vor- oder Nachteile von. Nein, also alles man gut, heißt Vor- und Nachteile. Makula musste nicht tanken, Joni musste 4 tanken. Also oder 5 tanken. Natürlich müssen sie minimal ein bisschen tanken. Einer muss vielleicht nicht tanken, weil natürlich mit 100 eventuell durchkommt. Aber gut, es macht jetzt keinen Unterschied. Weil diese 4 mehr oder weniger würde er so oder so haben. Oh, der war da voll abgeschossen. Der wurde da jetzt voll abgeschossen. Da vorne irgendwo der Joni. Was hat der Joni gemacht? Warte mal. Don Maynardo wartet, hat sein eigener Teamkollege. Copa kommt mit. Ja, Joni, Joni dreht weg nach der Bergabpassage und dann knallt da Don hier voll rein. Oh, Scheiße. Ich muss mal kurz in Wiederholung reingehen. Was da jetzt wirklich passiert ist. Donny hat einen Motorschaden dadurch. Rutscht da raus. Mist, ey. Aber witzig, Joni hat nicht einen Kratzer. Ja doch, in links hatte der die Dings vor ein bisschen kaputt hier, die Aufhängung. Okay. Aber Herr Greve hat ein Riesenglück gehabt, weil Don Maynardo ihn kurz vorher erwischt hat und ihn weggeräumt hat, hat Herr Greve ihn nicht erwischt. Und konnte gemütlich an ihm vorbeifahren. Was sehr, sehr ein gut. Pech, ey. Schade, Herr Greve jetzt in der Box. Ja, dementsprechend werden jetzt gleich Crusader und der Thomas reinfahren, was sie müssen. Bisschen durch, so Ei war auch schon in der Zeit gerade letzte Runde auch nochmal eine Box gewesen. Gickchen gerade in der Box, holt sich jetzt auch die Weichen schlappen. Ja, muss nämlich auch nicht tanken, also jetzt kommen alle wohl plus minus ohne tanken durch, bisschen mal minimal tanken. So, jetzt mal ein bisschen durchgucken. Greve an Jeep auch vorbei und direkt hinter Ei. Copa an Don Maynardo dran. Musste ja gerade noch seine Strafe abholen. Hatte für eine Strafe gehabt, der Copa, hatte ich einmal kurz irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen. Hat sie aber auch dann wohl schon recht zügig abgeholt. Ja, schiebt sich gerade an Donny vorbei. Aber Copa muss definitiv nochmal in die Box. Weil da ist natürlich drauf bezogen, dass er ja schon recht früh drin war und nicht durchfahren wird. Crusader jetzt an der Box. Dementsprechend kann Thomas vorbeiziehen mit Rennweich. Der reizt seine Reifen aber ganz schön lange aus. Sehr lange. Ja gut, aber mit den abgefahrenen Reifen. Von den Zeiten her ist noch super. Also würde ich sagen, 33,9, super Zeit fährt er noch. Ne? Aber reizt natürlich sehr lange raus. Ist ja legitim. Ja, klar, mit dem Mittelreifen, wenn er weiß, mit Mittel fahre ich 34er Zeiten, kann ich halt noch eine Runde fahren. Ist halt so. Ja.
an die Zeiten von Joni und Markola und Ai scheint er dann nicht generell ranzukommen. Seine beste Runde ist eine Sekunde langsamer wie die von den Jungs. Lass mal kurz gucken. So, was haben wir denn jetzt wird? So, auf jeden Fall ist Joni trotzdem Platz 3. Mhm. Anderthalb Sekunden vor Crusator, der ja später drin war. Ja. Ich finde das immer noch blöd, das System hier. Also ich muss es echt sagen, Mike ist ein bisschen dran. Mir gefällt dieses einfach, dass dir immer wieder Leute fehlen beim Durchseppen. Dass du links immer wieder weniger Leute hast. Das ist... Oh, Ai dreht sich voll weg. Dreht sich voll weg. Ja, ich sehe gleiche das. Stelle wie... Oh, da dreht Joni. Da ist aber auch einer weggedreht. Ja, er macht extra Blinky-Blinky, dass alle sofort sehen. Ai, ich stehe hier. Nee, da ist noch einer mit weggedreht. Ich glaube, der Herr Greve hat sich mit weggedreht. Die haben sich irgendwie zusammen weggedreht, da, die beiden Kollegen. Ja, okay. Ja, deswegen gucke ich mal kurz in Wiederholung rein. Thomas ist jetzt auch drin. Spät. Mal kurz reingucken. Ja, Ai, Herr Greve. Sind da am Duellieren, berühren sich beide. Und dann rutschen so. Ah! Herr Greve hat das Auto voll und hat dadurch ein Ai erwischt. Ach, schade, schade. Waren sich am Duellieren, dann hat der Herr Greve die Kontrolle über das Auto verloren. So, jetzt ist Markus, GP, so, Don Mainardo ist jetzt in der Box, Kaiser, Liefjatan und Donny. Donny und Markus sind gerade raus. Das ist ja das, was ich meinte. Du siehst nur 8 Fahrer, ey, und dir fehlen einfach echt die Hälfte. Du kriegst das Wort richtig mit. Ja. So, vorne hast du auf jeden Fall jetzt der Joni. Warte, mal kurz gucken. Der Thomas war in der Box und ist direkt vorm Joni rausgekommen, so. Ja. Jetzt haben wir das Hä? Was denn? Joni muss aber jetzt noch irgendwo einen Fahrfehler gemacht haben, weil nämlich... Er eigentlich vorhin schon auf 3 war, ja. Er war nämlich vor dem Crusader und jetzt ist er nämlich hinter dem Crusader. So. Wie schnell sowas passiert, wissen wir ja, ne? Ja, gerade bei Joni, der macht gerne mal so ganz, ganz schnell mal einen Flüchtigkeitsfehler. Das ist das, worauf bezogen ist. Da muss man Markula einfach lassen. Der Junge, der fährt seinen Rennen einfach locker runter. Da sagt sie auch, macht ihr doch Fehler, mir scheißegal. Ihr wartet auf einen Fehler, dass ich kurz einen mache. Na und, danach fahre ich an euch vorbei. Thomas hat auch die frischesten Reifen, weil er jetzt auch sehr, sehr spät erst drin gewesen ist mit seinen Weichen. Na, liefert dann hängt gerade bei Thomas, hinten dran. Thomas oh, jetzt nicht. War ja auch einer mit dabei, der auch in den Testrennen mit dabei war. Witzigerweise bei ihm Reifen gut Management, aber ein extremer Spritfresser. Ich glaube, er war einer, der am meisten Sprit gefressen hat auf den Strecken, auf den Teststrecken, die wir hatten. Das war dann doch schon sehr enorm. So, setzen wir mal kurz nach hinten ein bisschen durch. Noch weiter anstehen voll. Da. Ai aktuell nur auf Platz 11. Natürlich geschuldet durch den Unfall mit Herr Greve und natürlich vorher die Boxendurchfahrtsstrafe. Liefjatan probiert jetzt IR anzugreifen. Vorteil Liefjatan, er hat natürlich weiche Reifen, während IR mit Mittelreifen fährt. So, bin wieder da, sorry. Und Mac hat auch weiche Reifen, genau wie Gikschen. Oh, Joni, hier ein bisschen raus auf dem Gras, aber konnte das Auto Gott sei Dank fangen, nichts passiert. Sorry, wenn ich unterbreche. Hat IR jetzt definitiv hart zu kämpfen. Ach ja, Joni kämpft aber jetzt die ganze Zeit auch mit seiner Mäse. Okay. Gerade so 2-3 Schikanen gesehen, wo er immer so ein bisschen mit der Mesa am Wedeln war. Nicht so, und wieder, diese Ausfahrt auf die Stadt. Hier wieder. Ja, es ist das Setup nicht für die Mittelreifen ausgearbeitet. Was so, es hier nicht Herr gibt. Herr Greve mal wieder an Don Mainardo hinten dran. So. Zufall. Da ist der Abstand so ein bisschen geringer. So,
Oh, hier hinten Mac und Leviathan. Mac klebt hinten dran. Don Maynardo, ersten Sektor, Bestzeit. VP Cobalt aktuell auf die Bestrunde. Bestzeit. Meine Güte, nicht erschrocken. 31,6, nicht schlecht. Hat er die jetzt gerade. Oh, jetzt greift Mac gerade Ei an. In der langen Links. Ne, hat nicht gereicht. Mac-Eier, du meinst Leviathan. Mac-Eier, schön. Ja. Weil ich jetzt zuvor gerade bei Eier drauf war, habe ich gerade Eier die ganze Zeit gelesen. Na, ja, geht schon, komm ich auch immer näher ran. Jetzt muss ich ein bisschen hin und her springen, wir sind gerade überall so ein bisschen. Ja. Ich switche auch die ganze Zeit immer noch hin und her, ich weiß nicht, was ich zuerst sagen soll. Suche ich mir mal das engste Feld aus, wenn die Jungs da an der kleben, außer den einzigen. Ich bei Markus, probiert jetzt gerade reinzustechen in der Kurve, Vorstart, Ziel, Innenkurve, kommt, Innenseite kommt rein. Ja. Jetzt die Frage, wer kommt besser raus? Markus. Ja. Markus kommt einfach besser raus und Don Maynardo muss ich wieder anstellen. Ja, da hat der BMW wohl ein bisschen mehr Druck, denke ich mal. Ja, und es ist auch schön zu sehen, dass eventuell wohl hier kein. Jetzt Toyota greift Donny aber wieder an. Ah, ne, jetzt zieht doch wieder nochmal zurück. So, wie es ausschaut, wird es war ein bisschen schwierig. Das Rennen gewinnen. Ja. Oh, jetzt Donny nochmal über die. Nein, doch nicht. Ich sage auch, wenn ich über die Außenseite das versuchen möchte. Sehr kurz gewesen. Ja, aber Donny hat dann immer keinen Weg dran vorbeigefunden. Nee, halt jetzt hat er eine Strafe bekommen, weil er dann doch. Aber nee, bekommt er nicht. War noch drin gewesen. So, Herr Greve ist jetzt auch dran, will direkt mit vorbei. Und sticht direkt bei Donny durch. Nochmal direkt einfach beim Don Maynardo vorbei. So leicht ist es gemacht. Nur zwei sich streiten, freut sich einfach der Dritte. So, ich muss kurz mal nach hinten springen, nämlich da hält aktuell Ei Leviathan auf. Dass man das mal sagen kann. Hat Ei so viele Probleme? Ja, er fährt Mittelreifen, ne? Nur die dahinter fahren und weichen. Ah, okay. Aber Leviathan hat noch keinen Weg gefunden, dran vorbeizukommen. Ja, Eier macht so wie Crash gestern. Mittelreifen. Die weichen hinten Jungs da hinten erstmal aufhalten. So, aber Marco hat sich jetzt vorne von Crusader 9,5 Sekunden abgesetzt. Der ist wiederum 1,2 vor Thomas. Thomas waren aber vorhin 11. Komm, okay. Thomas hat 2,6 Sekunden Vorsprung vor Juni. Der hat den Cobra hinter sich, der glaube ich wieder in der Box gewesen ist. Ja, in Runde 11. Ja, Runde 11 war er in der Box gewesen, hat sich dann nochmal einen frischen Satz Reifen geholt. Ja, zwei Boxenstopp, Platz 5. Da kann man mal sehen, dass wohl eine andere Taktik auch funktioniert mit zwei Boxenstoppen. Er hat seine Pflicht getan. Ja. Er hat zwei verschiedene Reifen gewechselt. Es ist definitiv erlaubt, mehr wie einen Boxenstopp zu fahren. Heißt, man kann theoretisch gesehen mit einer Runde Mittel fahren und zwei Stints mit Weichfahren. Ne? Mal schauen, ob jetzt vielleicht für die neue nächstes Rennen vielleicht andere Taktiken kommen. Man weiß es ja nicht. Also so. Ich sag mal so, man sieht, es bringt bedingt was, ne? Also er hat natürlich vor Abstand von den vorderen Plätzen, aber konnte natürlich zu hinten rum ein paar Plätze gucken. Oh, ich sehe gerade, Donny konnte sich bei Herrn Greve wieder durch oder wieder vorbeisetzen. Kaiser hängt am GP hinten dran. Das Einzige, was mich wirklich wundert, weil ich habe natürlich nichts nicht so ganze Zeit beobachtet, dass er da hinten rumdümpelt. Hätte ich auch weiter vorne gesehen eigentlich. Ja, kann sein, dass da vielleicht irgendwelche Fahrfehler gerade waren oder Unfälle. Ja. Beziehungsweise wir können leider nicht alle sehen. Kriegen die es auch nicht mitgeteilt, wenn was passiert. Nee, leider nicht.
Was dann vermutlich gerade in diesem Feld passiert, was uns nicht angezeigt wird, in links in der Spalte. Ist ja immer so. So, aber Kaiser ist an GP immer noch dran. Probiert jetzt mal anzugreifen. Aber wenn das das Endergebnis sein sollte... Und ist vorbeigekommen. Wie es jetzt momentan ist... Wie zum Teil, glaube ich... Lag ich in meinem Tipp da völlig daneben, außer ein einziger, der dabei ist. Hab irgendwie geschafft, mein Headset zu verknoten. Ich weiß zwar nicht wie, weil es keiner mich geschafft hat. So, dein Tipp daneben? Ja, das war mir klar, dass dein Tipp immer falsch ist. Nein, weil du genauso getippt hast, du Nasenbär. Ja, das war natürlich, ich sag mal, natürlich ist das Rennen natürlich jetzt auch ausschlaggebend mit der Strafe für II plus natürlich dann im folgenden Unfall mit Herr Gräfer. Ja, natürlich. Brauchen wir natürlich nicht drüber reden, ist natürlich ganz klar. Joni mit seinem Abflug ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo er natürlich jetzt weiter hinten ist, weil die Zeiten sind sonst wirklich wie am Schnürchen gezogen. 33,3, ja, 33,1, 33,7, 33,4. Aber natürlich auch sehr starkes Rennen von Thomas und Crusader. Und Thomas ist jetzt an Crusader dran. Ja. Eine halbe Sekunde vorletzte Runde. Der fährt mal schnell rüberspringen auf Crusader. Die letzte Runde sind eine halbe Sekunde schneller gefahren. Davor haben sie ungefähr die gleiche Zeit die ganze Zeit gehabt. Aber Thomas war immer so einen minimalen Tick schneller. Ja. Hinten hat sich jetzt Don Mainardo und Markus die Position gewechselt. Nichts verpasst. Markus aktuell auf Platz 6, Don Mainardo Platz 7. Mal kurz mal schnell nach hinten springen. Da ist nämlich jetzt mittlerweile Liefertan an II vorbeigekommen. Und jetzt hat nämlich II Gigschen direkt hinter sich. Ah, jetzt muss ich echt ein bisschen hin und her springen. Jetzt hast du gerade überall so ein bisschen Info. Okay, Thomas ist gerade so ein bisschen wieder zurückgefallen, eine Sekunde. Bleib du mal da, ich bin jetzt gerade bei Gegschen und II, wie gesagt, hier wird was passiert. Ja, vorne ist jetzt auch gerade nichts, deswegen gucke ich mal ein bisschen Markus und Don Mainardo, was die beiden so machen. Ob Gegschen greift jetzt gerade? Ne, doch nicht. Sah gerade aus, wenn er angreift, aber war nicht. Don Mainardo ist schneller, der Punkt ist jetzt aus vorbeizuziehen an Markus. Letzte Runde. Markus, komm, verteidige dich nochmal. Versuch die letzten Runden sich ein bisschen querzustellen, ein bisschen. Da kommt aber jetzt der Angriff von Don Mainardo in der schnellen Schikane. Ist er vorbeigezogen. Beide nebeneinander und vorbeigezogen. Schade an Markus, letzte Runde und dann verliert man. Gegschen greift gerade II an. Sind gerade. Nee. Ah, nee, doch nichts. Sie zieht nochmal kurz zurück. In der Kurve davor war gerade Innenseite versucht anzugreifen, aber er hat den Ausgang besser gefunden. Und jetzt versucht Giggs natürlich irgendwo in der letzten Runde noch einen Weg vorbeizufinden. Ei. Oder nee, sah gerade so aus, wenn der Arsch weggehen würde bei Giggs. Gucken wir aber jetzt in der Bergab. Oh, jetzt kommt er wieder weit raus. Ei, dreht sich voll weg. Ah, Sonne, Scheiße, jetzt hinten auch. Ja. Ist auf den Grünstreifen gekommen, dann ging der Arsch weg und das war's. So, Glückwunsch an Marco, er fährt jetzt über Startlinie. Oh, Glückwunsch, ja! Sauber gefahren, als zweiter kommt Crusader ins Ziel. Nein, Thomas kommt nicht mehr dran. Joni auf Platz 4, mal kurz schnell durchschalten. Alle sind aber. Ja, Kaiser ist noch an Herr Grewe dran. Gucken wir da. Cobra, Platz 5, erste Rennen. Starkes Rennen, doppelter Boxenstopp. Don Mainardo auf der 6, gefolgt von Markus, der wiederum von Herr Grewe gefolgt wird. Herr Grewe hat Kaiser direkt am Arsch, aber ja. Hat nicht ausgereicht. GP auf Platz 10, Liefertan auf Platz 11. Ja, und dann kommt der II. II nur auf Platz 12. Ja, leider, Mac leider. Auf 13. Ja, und leider Gigschen. Und Gigschen leider wirklich noch mit dem Fight mit II hat er noch am Ende Probleme gehabt. Ja, ist eigentlich komplett abgeflogen. Hat einmal die Leitplanke geknutscht und dann war vorbei. Ist natürlich schade, Sehr, sehr ärgerlich. Mann, doch.
mein Tipp. Ja, war doch mal ein sehr spannendes Rennen. Also das Podium hatte man sich vorher nicht so ausgemalt. Nein. Ich glaube, auch die beiden anders. Kollegen, die mit auf dem Podium stehen, sind auch ein bisschen verwundert. Ja, ja, das ist, mal auf dem Podium, ist nicht mehr so ein leichtes Spiel wie in der eventuellen Saison davor, weil jetzt natürlich die Konkurrenz natürlich sehr viel härter geworden ist. Und auch das ganze Feld sehr eng gestrickt ist. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Feld. War auch ein sehr starkes Rennen. Das jetzt auch, natürlich ja. Im Rennen 2 natürlich riesen Vorteil für Ai. Er darf jetzt sehr, sehr weit vorne starten, während seine schärfsten Konkurrenten Marco, Joni ganz hinten starten. Ist natürlich ein Riesenvorteil für ihn jetzt. Das kann man so sagen, ja. Wenn er seine Strafe abbaut, wie es sein muss. Das ist und bleibt die Voraussetzung. Man muss einfach echt sagen, Marco ist ein schneller Mann. Ne? Er ist nicht der Schnellste, aber er ist einfach echt ein abgewichster Fahrer. Also der kommt einfach echt immer so gut durch. Hat keine Probleme. Und muss man einfach echt lassen. Also ich glaube, wenn der noch ein paar Saisons mitfährt, wird er, ich glaube, ein ganz guter Rekordhalter sein können in den meisten Siegen, weil er einfach echt die Rennen locker flockig gewinnt. So, der Kollege haut schon ordentlich in die Tasten rein. Ja. Ja, und für Kaiser ist es auch erstmal, für Kaiser, Thomas sind es erstmal neue Bilder. Okay, für Thomas nicht gerade ganz, er ist Dritter geworden, recht gut. Aber für Kaiser, der normalerweise Liga 3 alles gewonnen hatte, aktuell nur auf den 9. Platz gekommen. Das ist natürlich auch erstmal neue Erfahrung. Obwohl er ist ja schon letzte Saison ein wenig in der ersten Liga zwischendurch mitgefahren zum Schluss. Von daher gesehen. Ja. Das ja. War auf jeden Fall das erste Rennen. Genau. Jetzt wollen die natürlich eben kurz mal Pinkelpause haben. Das sollen sie natürlich auch bekommen. Ja, das sollen sie. Deswegen, während die Jungs eine Pinkelpause machen, machen wir auch eben kurz eine Pause und sind dann genau. Gleich wieder da. Okay.
So, da sind wir wieder mit dem Finale, zweites Rennen Digital Masters. Jawohl. Jetzt kommt es darauf an, dass die Jungs von Fohlen das jetzt Feld auch schnell wieder durchwurscheln können. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, Riesenvorteil II, Platz 3 startet er. Ja. Er hat jetzt nur noch Mac und Gigschen vor sich. Ich bin noch mal gespannt, wie Jungs eigentlich auf welche Reifen die starten. Mal schnell gucken. Ja, logisch. Gigschen weich. II weich. Weich. Yatan weich. Joni auch auf weich trotzdem. Dann versucht er aber schnell durchzukommen. Das so, jetzt rollen aber alle. Ja, super. 3, 2, 1 und auf geht's. Und hacken Gas. So, jetzt will ich die Reifen quietschen hören. Aber nur in den Kurven. So, mal schnell nach vorne nach Mac. Also da bin ich dann mal echt gespannt, was Joni jetzt vorhat. Oh. Oder er hat vergessen, um zu wechseln. So, oder hat sich gedacht, so, scheiß drauf, ich bin direkt vor, auch dran an Gitschen. Ja, der wird jetzt richtig wütend sein. Das erste Rennen war einfach für die Katz, war Müll. Er wird jetzt versuchen, schnell vorne wegzufahren und sich jetzt in den zweiten Rennen den Sieg zu holen. Ja, deswegen hat er direkt auch weich. Also vorne, die ersten vier sind alle weich, aber er will sich jetzt ganz schnell da durch. Nein, Mac ist auf Mittel. Mac ist auf Mittel. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Ja, vielleicht hat er vergessen, Auto umzustellen, man weiß es nicht. So, II hat aber auch direkt jetzt schon kassiert in der Bergabpassage vor der Schikane. Oh, jetzt II ist wieder ein bisschen am Schwänzeln gewesen. Aber kein Nachteil davon, aber direkt versucht er einen Mac. Ja, ist direkt noch an Mac vorbei. Kam wohl 1A durch die Schikane. Ja, Mac, wie gesagt, auch mit seinem Mittelreifen kann nicht viel gegenhalten, wenn du nicht schaffst, dich gut querzustellen. Und gerade gegen die guten Fahrer ist es wirklich schwer, sich dann zu behaupten und querzustellen. Ja, keine Frage. Schaut mal ein bisschen mal nach hinten durch. Ja, Joni mit seinen weichen Reifen auf Platz 10. Ist auch seine Startposition. Ne, er ist an Cobra, ist er schon vorbei. Ja. Ja, da hinten ist aber auch direkt. Ja, genau, wo du auch gerade bist. Ja, Joni an Donny. Und Donny an Markus. Und davor haben wir noch den Kreisel. Ja, ist alles so durcheinander da. Ja, vor allem muss ich erstmal die ganzen neuen Lackierungen wieder gewöhnen. Das ist ich immer das Schlimmste. Ganz drauf klar. Erstmal gucken, wer welche hat. Also die Kaiser und Gigschen habe ich schon mit ihrem Gold-Bronze habe ich schon herausgefunden. Ja, den besten, den ich jetzt herausgefunden habe, ist Markus. Der grüne Siehste. So, Punkt. Das stimmt. So, was ist da so, jetzt gerade? Joni auf jeden Fall an Dominado vorbei. Ja, und jetzt versucht er direkt den Markus zu schnappen. Oh, knutscht gerade ihn leicht an der Seite, aber nichts passiert. Keiner Vor- oder Nachteile gezogen davon. Jetzt aber zusammen durch die Schikane, das ist schwierig. Dass da aus sich keiner abschießt. Oh, also Jungs. Ist hinten der Kobra abgeflogen? Nee, soll ich das nur? Nee. Er war nur mit der Kameraperspektive dann so irgendwie so quer durchs Bild gefahren. Nein, auf jeden Fall, Joni hat es versucht in der Schikane, hat es aber nicht geschafft, nutzt aber jetzt in der Spitzkehre. Ihn ja aus. Ja, er muss auch, er muss schnell raus. Vorbeikommen an die. Dom Mainardo. Eieieiei. Halt das Auto. Ich glaube, er ist ohne Fremdeinwirkung. Joni aber jetzt auch am Markus vorbeigekommen. Ich sah aber danach aus, als wenn er das, die Mäse einfach am. Ja, da ist er jetzt noch gerade weggerutscht, bevor ich jetzt gerade hinschalten wollte im Replay. Ja, so. Beim Rausbeschleunigen ist er weg. Ich glaube, ich weiß, ich kenne schon die Sätze, die er mir sagen wird. Gitschen klebt Mac an der Mäse. Er rutscht da auch wieder weg. Ich weiß, dass viele Jungs immer wieder hier mit der Traktionskontrolle während des Rennens spielen. Sie schalten sie mal an, aus. Ja, es gibt immer solche paar Gründe damit sein, warum sie dann auf einmal da wegdrehen oder sonst irgendwie was. Ja, er setzt sich vorne jetzt langsam ab. Ja, Gitschen hat auch noch keinen Weg ab. Mac vorbeigefunden. Obwohl er. Ja, halt und das ist, mit das ist wieder die ich sag mal, die Taktik ne, von Crash Kid gestern gegen Aichi auch zum Beispiel. Ne? Ja, richtig. Mit Mittelreifen richtig schön aufhalten und dann, wenn sie auf Mittel wechseln müssen, gehe ich auf Weich und gib ihn. Gibt schon jetzt noch einen kleinen Fehler nach der, aber nur wirklich kleiner, hat die so ein paar Meter gekostet. Sah gerade bedrängend, sorgenreicher aus, als gerade passiert ist, aber.
Aber Joni nur auf Platz 8, das ist... Ja, und jetzt will gerade der Leviathan den Gitschen auch angreifen. Und dahinter klebt auch direkt der Gräbe. Also Gitschen, oder sind wir mal ganz nach vorne, Max steht da ganz schön unter Druck. Drei Jungs hinter sich, die da auf jeden Fall überholen wollen. Ja, Joni hinten am Kaiser vorbeigehuscht, habe ich gerade gesehen. Okay. Ist auch auf Mittel unterwegs, ja, Joni auf Weich, LGP auch auf Mittel. Der Greve Mittel, Leviathan Weich, Kickschen Weich. Ja, Mac ist vorne Mittel, hält sie auf. Jetzt gucken, ob Kickschen da den besseren. Naja. Nach der S gucken, ob er da sich vor der langen Links beim Mac vorbeiziehen kann oder reinbremsen kann. Sieht aber nicht danach aus. Und Leviathan ist auch lauer Stellung, versucht jetzt aber Gitschen. Ne, da nicht. Ist ja gerade raus, als wenn er versucht, innen reinzuziehen. Er schert da ganz schön aus. Und gucken, ob jetzt Gitschen in der Backup-Passage jetzt an Mac vorbeikommt. Zieht nach innen. Bremst minimal später. Nicht, hoffentlich nicht zu spät. Ne, super, hat gepasst. Gitschen ist auf jeden Fall an Mac vorbei. Direkt an Leviathan möchte Mac auch. Und währenddessen hat Joni sich einfach mal schnell an GP vorbei gemausert. Ja, sauber. Ja, und Ei kann sich weiter vorne weiter absetzen. Knapp jetzt 6 Sekunden von dem Feld, wo wir gerade sprechen. Und Dreck kann Mac, Kickschen auch ein paar Meter auf Mac auf Abstand kriegen. Seto und Makula, die beiden duellieren sich gerade hinten und verlieren so ein bisschen dadurch den Anschluss ans Feld. Ja, wundert mich, dass Makula noch so weit hinten ist. Das, ich hätte jetzt auch mitgerechnet, dass er sich da... Ja, jetzt haben wir natürlich gerade aus Versehen verpasst, dass Joni auch an der Gräbe vorbei ist. Entschuldigung. Hat sich jetzt auch gleich direkt Leviathan und probiert danach auch noch am Mac direkt mit vorbeizukommen. Ja, Joni muss auch, wie gesagt, er muss Gas geben. Er macht das wirklich sehr gut. Fünfte Runde, jetzt auf Platz 3. Das ist wirklich sehr stark von hinten gestartet mit den weichen Reifen durch. Einmal echt schnell durchs Feld fahren. Ja. Und dann mit der mittleren einfach konstant durchbrettern. Und dann eventuell die mit... Oh, der sah jetzt. Wer war das? Ich glaube Herr Gräbe. Oder Mac oder Herr Gräbe? Mac, oh. Mac. Und wieder Schaden. Von GP, Kaiser, ja. Markus überholt. Us. Und Cobra kommt auch von hinten angeschossen. Und jetzt durch den Schaden, der noch nicht weg ist, kann natürlich nicht vernünftig Kurven nehmen. Aber ne, Markus, Markus wurde jetzt gerade von... Ne, sah gerade anders aus, Entschuldigung. Kurz auf den Mac oder, eben schnell, was er gemacht hat. Ich glaube nämlich, Mac hat nämlich einen hinter Joni dran. Er kommt dann aus Grün und bricht halt Auto raus oder keine Chance mehr. Oh. Keine Chance. Wieso verschwinden wir die scheiß Namen über den Autos? Ey, das ist ein Katzen, der andere muss ich auf den blöden Knopf drücken. Bin doch mal gespannt, wie Thomas damit klarkommt, auch durchs Feld durchzufahren. Genauso wie Crusader. So, mal eben kurz hier. Joni hängt jetzt schon knapp an Gitschen. Und II konnte noch ein bisschen Vorsprung ausfahren. Jetzt nochmal 7 Zehntel so, oben drauf. Mal kurz gucken. Baut der GP seine Strafe ab? Ich sehe ihn gerade nicht. Ja, wo ist er? Okay. Er hat abgebaut an der Boxenmauer entlang. Ja, okay. So, Joni ist jetzt an Gitschen dran. Will natürlich auch noch da vorbei. Da hinten ist gerade ein Viererfeld. Makula ist mittendrin zwischen Mac und GP noch. Und Thomas. Die vier da. Ne. So, Thomas jetzt Doni probiert Gitschen anzugreifen. Beide auf Weichen. Gitschen. Nein. Warum machst du denn sowas? Was ist denn passiert? Hat er sich voll verbremst oder was? Ja, letztlich weiß nicht, was der da wollte. Hatte wohl ein bisschen Angst, dass der Joni neben ihm war und hat da ein bisschen Platz gelassen und ist aber zu viel. Hat sie dann ein paar Pirouetten gedreht? Ja, schade, schade. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Ist natürlich mitten im Feld drin. So, jetzt bin ich mal gespannt auf Joni. So, er hat auf jeden Fall noch einen geringeren Verschleiß als II, weil II hat schon wieder einiges mehr Verbrauch an Reifen. Gucken, ob Joni, Joni,
Joni hier ein bisschen. Wo ist Marco? Abstand. Der Marco müsste hier hinten irgendwo sein. Da, auf Platz 10 ist er, habe ich gefunden. Ja. Hat aktuell noch ein bisschen Probleme, durchs Feld durchzukommen. Ja, wird ziemlich gut aufgehalten, weil, was heißt aufgehalten? Also die Jungs sind natürlich relativ jetzt stark, also komplett in der Liga. Und Kaiser hat eine Strafe, sehe ich. Wo ist Kaiser? 0,2. Ja, bin drauf. Fährt auch rüber. Ja. Haut so einmal schnell ab. Schön gemacht. Das Feld dann sehr, sehr Kaiser. Eng da. Ja, oh, wer kommt da jetzt weit raus? Wer ist der denn da? Oder? Ja, sah mal so aus. Entschuldigung, ich wollte keine Angst machen. Ja, hör mal, Nerdogs, wir wollen es doch immer spannend halten hier, ne? Nörgeldogs? Dass die guten Fahrer hinten fahren. Im ersten Rennen ist Marco vorne gestartet und hat gewonnen. War ja langweilig. Nörgeldogs, willkommen. Habe ich noch gar nicht gelesen. Marco jetzt auf 9 an Kaiser dran. Ja. Das ist aber auch alles saumäßig eng da. Crusader. Thomas ist gleich schnappen. Makula. Hängt direkt an Kaiser hinten dran. Den Cobra. Cobra ist aktuell auf Platz 5. Diesmal scheint er nicht mit einer 2-Stopp-Strategie zu fahren. Mal gucken, wo er am Ende landen wird. Bin ich mal echt gespannt. Hat er wahrscheinlich nur ausgetestet vorhin. Ja, hat gut funktioniert. 2-Stopp, Platz 5. Alles gut. Ich muss überlegen, hat er am Anfang nicht einen kleinen. Ah, der hatte eine dicke Strafe, glaube ich, gehabt. Ne? Irgendwie 2,5 Sekunden oder so. Ja, er hat eine kleine, aber der hat sich einmal weggedreht. Genau, deswegen. Er hat auch dann gesagt, komm, okay. Ja. Taktik umschmeißen, schnell weich, um wieder Zeit aufzuholen. Hat auch gut funktioniert. Also, das ist dann wirklich so, also ein sehr guter. Also, wenn er wirklich so geplant hat, muss ich jetzt mal so analysieren. Dann ist er strategisch sehr gut und auch sehr schnell. Also, das wirklich dann im Kopf eben kurz zu sagen: Ja, pass auf, ich bin jetzt gerade hinten, na, komm, mach zweimal weich, ja. Ich hole das schon irgendwie auf. Respekt. Aber wenn er wirklich so gedacht hat, ist es gut. Ja, und ich denke mal, ich analysiere auch mal eben schnell, dass Makula jetzt auch ein Kaiser auch nicht vorbeikommt, weil er echt auch den Hut vorziehen muss vor seiner Konkurrenz. Das ist nicht mehr ganz so einfach wie in der letzten Saison. Nee, hier sind jetzt ein bisschen das ist, bessere Fahrer. Das ist sehr krass. Jetzt hat er auch gerade wieder sein Auto wieder fast verloren, konnte aber noch kurz anhalten. Da war der Arsch schon ein bisschen am Wedeln. Gerade in der SS da ist immer schwierig. Die Leitplanke ist da nicht weit entfernt vom Straßenrand. Oh, jetzt wieder. Bisschen auf dem Gras kommen, aber das Auto auch wieder fangen können. Vorne gehen hier, die Fiatan ist immer noch an Herrn Grebe dran. Und Thomas kommt dafür aber hinten dran. Aber mit den weichen Reifen, während Herr Grebe mit dem mittleren fährt. Switch mal kurz nach vorne. Lee Fiatan ist übrigens, ich glaube, der größte Fan von Herr Grebe. Jetzt fährt er bei seinem Idol her. Muss ja Lee Fiatan sehr stolz sein. Ja, Joni kann auch ein bisschen aufholen vorne. Ja, das ist schon über eine Sekunde abgearbeitet von Eis Vorsprung. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn die beiden gleich auf Mittel wechseln, wie sich dann das Ja, der Vorteil ist, sie haben halt echt auf den Leuten, die auf Weich wechseln, zum Beispiel jetzt auf Herr Grewe, 12 Sekunden Vorsprung. Das ist viel. Das ist viel und das ist, im Normalfall dürfte sowas auch reichen. Ja, 12 Sekunden. Ich finde schon sehr gut von Joni, obwohl er halt ziemlich weit hinten starten musste, aus dem Mittelfeld heraus, damit Weich durchzuwurscheln. Ja, definitiv, der hat sich echt gut durchgezogen. Und das durchzuziehen? Gut ab, ey. Da kann man sehen, dass die Taktik im Vorfeld, die wir ja besprochen hatten, immer so hinten mit Mittel starten, man auch anders machen kann. Gags klopft bei Markus hinten an. Ja. Und der Kaiser ist auch noch von Makula. Makula hat auch noch keinen Fehler gefunden, wo er mal eben durchstechen könnte bei Kaiser. Kaiser verteidigt seinen Platz echt ganz klasse. Ja, Marco hat echt sagen. Noch gewaltige Probleme. Ja, Gikschen hat sich hier abgeschossen. Hatte sich hier abgeschossen, so ist es korrekt. Hängt jetzt dementsprechend noch vor seinem Teamkollegen. Ja, es ist nicht mehr ganz so einfach für euch Jungs. Nee. Muss man echt sagen, also ich... Ich bin echt sehr erstaunt also über dieses Fahrerfeld. Also ich kann da echt noch vorziehen. Nur einen Hut vorziehen, weil ich bin echt platt. Mit so viel Konkurrenz für unsere, wo wir von den drei dachten, Joni, Makula und Ei in der Box. Jo, aber Joni. Nein!
Joni wollte erst in die Box schießen und dann ist er aber wieder rechts rüber. Ja, Joni fährt noch Top-Zeiten, 32,7. Fahr durch, was willst du in der Box? Ja, er hat wahrscheinlich gedacht, oh, hier rein. Ne? Ja, das ist, weil, ne, was willst du in der Box? Noch einer Gickchen fährt in der Box. Und ich glaube, da hinten war noch einer gewesen, der. Ne. Mac hat eine Strafe, bremst sie auch gerade runter und versucht sie noch da vor der Ziellinie. Die hat es auch gerade vor der Ziellinie geschafft, sie runter zu bremsen. Hatte eine dicke Strafe. So, schon auch in der Box kurz gucken. Gewesen. Ja, 12 Sekunden jetzt für So, Liefert hat immer noch an Herr Greve dran. Ja, klar, Liefert hat natürlich auch die besseren Reifen. Er hat die Weichen gegenüber Herr Greve mit seinen Mittelreifen. Ja. Ja, wobei die Weichen natürlich ein bisschen mehr abgerammt sind sozusagen. Aber die scheinen trotzdem noch ein bisschen mehr Performance zu liefern. Joni braucht eigentlich aktuell echt noch nicht reinfahren. Er kann noch wirklich noch ein, zwei Runden definitiv draußen fahren mit den weichen Reifen. Er hat letzte Runde 32,7 von II. Die beste war eine 32,030 mit dem weichen Reifen. Er fährt nur 7 Zehntel langsam mit wirklich runtergefahrenen weichen Reifen. Ich sag mal, sobald er die 33er-Marke mit den Reifen erreicht, 33,2 ohne Fahrfehler, so wie jetzt ein bisschen über das Grüne, erst dann muss er wirklich sagen, ich sollte mal besser reinfahren. Ich bin mal gespannt, ob Joni jetzt reinfährt. Marco hat gerade den Kaiser erwischt. Joni fährt jetzt rein. Ja, fährt rein. Ja. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, aber gut. Ich hätte jetzt gedacht, er wird noch eine Runde fahren. So, jetzt dahinter, Herr Greve fährt rein, Liefjatan, Cobra fährt rein, Ei, logischerweise draußen. Markus bleibt draußen, Markus und Marco bleiben draußen, so. Ich will jetzt mal zu Joni gleich switchen, wenn Joni rauskommt, GP weiß ich, wo er landet. Draußen auf 5. Auf 5 und hat auf Ei 6 Sekunden. Ja, ein bisschen verloren. Vom Tank her hat er einen Ticken verloren, war ich bei 5, noch was gewesen. Die 6 Sekunden aufholen wird schwer. Ich weiß nicht. Warten wir mal ab. Ja, es wird schwer, also definitiv. Die einfachen Top-Seiten, also wird schwer. Aber Makula hat jetzt durch den Boxenstopp. Die haben jetzt einen Boxenstopp oder nicht? Nein, die haben noch nicht. Nee, weil hat Makula auf jeden Fall Weg an den Kaiser vorbeigefunden. Ja, das hat er vorhin schon gemacht. Achso, habe ich nicht mitbekommen. Aber jetzt hat Makula natürlich den Markus vor sich. Und da ist natürlich auch nicht mal eben an dem breiten BMW-Heck vorbeizukommen. Nee. Das ist nicht so einfach, ganz so einfach. Ich glaube, nicht ganz so einfach und ist vorbei. Markus! Nee, doch nicht, jetzt nochmal gekontert, da das gehört. Aber jetzt schlägt Markus einzustecken. Jetzt haben die sich auch ein bisschen berührt. Nein. Kaiser hat alles in den Marco berührt. Okay. Ja, das sind normale Kuschelunfälle. Das ist nun mal so bei so einem engen Feld, das kommt immer im normalen Rennsport auch vor. Da ist keiner vor gefeit, aber da kommt Kaiser weit raus, aber nichts passiert. Joni aktuell so auch nur noch 6,5 auf II, also holt nicht wirklich. Aber jetzt guck ich mal, welche Zeiten der II fährt. 32,6. Okay. Also er fährt doch einen Ticken besser dann mit den Zeiten. So was. Bin gleich mal gespannt, wenn der Joni für seine erste Runde fährt. Ja. Es war vielleicht dann Markus bleibt auch noch draußen. Ja, er sagt sie auch dann gut, ne? Lieber eine Runde weniger mit den Weichen, weil am Ende sind sie halt irgendwo ein bisschen kaputt und sind halt schwierig zu fahren. Ja, jeder so, wie er am besten damit klarkommt, ne? So macht man das ja normal. Ist ja so. Tick-Tack halt, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt waren, glaube ich, alle außer Markus in der Box. Oh, wer war da denn gerade? Ne, alles gut. So ein bisschen mal hier durchsortieren, wer wo wie ist. Cobra ist nur knapp unter einer Sekunde an Liefiatan dran. Ja, leider Dominado durch den dicken Bums am Anfang ganz hinten. Cobra kommt jetzt richtig rangeschossen unter einer halben Sekunde. Sich jetzt in Liefiatan gleich nach mehr. Kali wird natürlich jetzt seine Mittelreifen. Für die Leute, die auch gerade zum ersten Mal. Kaiser hat sich gerade abgedreht. Unten nach der Bergab. Oder in der Schikane, das konnte ich nicht mehr ganz sehen. Er kommt gerade im Berg runter. Ich gucke Replay. Hat er versucht, den Crusader zu schnappen. Aber dann rutscht er weg und schade. Hat ein bisschen zu viel verlangt.
Er wollte sich einfach den Crusader schnappen. Hat wohl nicht ganz so geklappt. Ja, da ist irgendwie der Tag ein bisschen ausgebrochen. So, jetzt ist Markus drin. Ja, Markus drin. So. Dementsprechend haben wir jetzt ein bereinigtes Feld. Ja, Gräfin Joni. Mit weich unterwegs. Joni und Ei mit... gleichen, fast gleich, ein Zehntel schneller, weil Ei mit der letzten Runde also ist zu Joni. Also es wird spannend vorm Box zur Batteriegräfin 12 Sekunden auf Ei. Mittlerweile sind es nur noch 10 Sekunden. Ist auch aktuell wieder auf Nummer 2 Zehntel auf Bestkurs. Hat auch die Bestkurs schon gefahren. Ist er auf jeden Fall nochmal unterwegs. Das könnte nochmal sehr spannend werden und sehr hart werden für den Joni. Also für Joni wird es auf jeden Fall sehr kritisch mit dem Henggräfin. Mit Ei würde ich sagen, ist auch gerade auf Bestzeitkurs. Ja, die Ei sind, würde ich sagen, 10 Sekunden sind doch schon recht viel. Das schon. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese GT Supras jetzt so viel vertreten sind, weil ich am Anfang, wo die rauskamen, in einem Update, wo die dabei waren, alle danach über die Autos eigentlich gemeckert haben. Also, ne, scheiße. Ja, aber ich glaube, mir wurde gesagt, durch unsere Einstellung, die wir jetzt haben mit dem 2-4-Verschleiß, dass wohl jetzt die Toyotas dann wohl ein bisschen angenehmer sind oder leichte Vorteile haben. Ich halte fürs Gerücht, das ist erste Rennen hat ein Nissan gewonnen. So, jetzt bin mal gespannt, ob aber auch der Gräfin seine Bestzeit mit ins Ziel fährt, weil er gerade noch letzte Sektion, Sektor 2 Zehntel auf Bestzeit war. Mal sehen und ja, nochmal noch verbessert. 1-2-3, 0-1-2-3. Das wollte er unbedingt machen. So, weil ich gerade sagen wollte, für die Leute, die auch gerade mal neu zuschauen, gerade Digital Masters jetzt auch erstmal gucken oder generell die neue Saison noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Wo wir so viel überreden, wo wir so viel über Boxenstops reden und alles Mögliche, während gerade Gigschen an Mac vorbeigeht. Nee, Mac an Gigschen. Ja, Mac an Gigschen. Mac an Gigschen, weil Mac hat nämlich die weichen Reifen. So, wir haben nämlich bei uns diese Saison Reifenpflichtwahl. Also die Jungs müssen einmal weich, einmal mittel fahren. Dementsprechend haben wir jetzt unterschiedliche Reifen und natürlich auch die Kämpfe sind unterschiedlich anders. Gibt dem Feld auf jeden Fall nochmal eine Spannung. Gerade auch zum Ende des Rennens hin, wenn unterschiedliche Reifen ins Ziel kommen. Ist für die Leute halt, die halt jetzt neu einschalten bei uns und sich fragen, warum die alle so unterschiedlich fahren. Es liegt an der Reifenwahl. Ja, verschiedene Taktiken. Das haben wir das Ganze ein bisschen spannender. Da alles super. Finde ich auch sehr, sehr gut gewählt. Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich, ne, man sieht echt die Leute, die wirklich taktieren. Gerade beste Beispiel, erste Rennen gerade Cobra gewesen. Ne? Hatte da seine Fahrfehler, ist zurückgefallen, war auf Mittel gestartet, hat sich gedacht, verdammt scheiße, bin schon ein bisschen weg. Kann so nicht aufholen, zack, in der zweiten Runde so in die Box rein, hat sich Weiche geholt, gefahren. Während alle in die Box gefahren sind, hat er nochmal Weiche geholt, am Ende Fünfter gewonnen. Was will man mehr? Ja, Joni konnte jetzt ein bisschen abarbeiten von dem Thomas greift jetzt auch gerade den Cobra an, den wir gerade angesprochen haben. Kommt locker vorbeigezogen, Cobra, sind sie gerade zu langsam. Was, wo, wie, wer? Ja, der Cobra, der ist gerade zu langsam gewesen, hat er schon mal abgebaut oder so. Hat jetzt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. War nicht da. Makula zieht auch gerade dran vorbei. Kam so angeschossen. Makula jetzt auf 6. An Livia Tan vorbeigezogen. Oder innen rein, durch wie auch immer. Ja, ich glaube, das wird das erste Mal digital, seitdem der Makula fährt, dass er vielleicht nicht auf dem Podium kommt. Ja. Weil Herr Gräfin ist sehr schnell unterwegs und Platz 1 ist 18 entfernt und Platz 2 dürfte, glaube ich, knapp 12 Sekunden entfernt sein. Ja, plus minus 12. Joni holt auch einen Ticken auf an Ei. Aber das ist noch zu wenig, weil es aktuell nur 3-4 Zehntel sind. Ja, auch selbst Crusader, also muss ich echt sagen, gut vollziehen. Der fährt auch stumpf seine 32er, 237, 2, 237. Ich muss jetzt die ganze Zeit immer ein bisschen hin und her springen hier. Das ist echt krass. Das Feld ist sehr, sehr schön. Ein bisschen nah beieinander. Ja. Cobra hängt jetzt gerade bei Thomas hinten dran. Ja, Marco kommt auch so ein bisschen näher ran. Ja. Nee, doch nicht. Ich sah gerade komisch aus. Da ist wohl gerade nur Cobra ein bisschen hart über die Körbs geräubert. Das sah fast aus, als wenn er das Auto verlieren würde. Aber nein. Der Cobra hat sein BMW voll unter Kontrolle. Herrlich. So, mal eben kurz da vorne gucken. Ja. Und noch eine weitere halbe Sekunde weniger Abstand zwischen Joni und Ei. Wird zwar nicht ausreichen für die letzten Ja, die Frage ist, ob Ei am Ende noch ein bisschen mehr abbaut.
und diese halbe Sekunde sich vielleicht immer wieder steigert. Weil vorhin waren es nur 3/10, wenn jetzt schon eine halbe Sekunde ist. Ja, letzte Runde war eine tiefe 33er da vorne, eine sehr hohe 32er. Und da ist Joni noch im mittleren Feld von der 1,32er. Von daher, aber mal schauen wir mal. Warten wir es mal ab. Oh, Ei fährt ja eigentlich mit Mittel, ne? Ja, und ja, aber... Oh, Entschuldigung, ja, stimmt. Habe ich jetzt gerade die Nonne gemacht, aber ich wollte gerade woanders. Genau, da war ich da gerade drauf und dann das gesehen, ja. Ja, und da ist der Abstand aber auch schon kleiner geworden, aber vorhin noch über 3 Sekunden, jetzt sind es nur noch 2,1 momentan. Ja, war gerade auch einmal kurz von einer Runde oder so 2,6, also der baut da auch definitiv. Ja. Also muss auch Joni schwitzen. Das finde ich immer sehr geil. So, Makula. Ja, bei Joni ist er darf keine Fehler machen. Der erste Renner hat er das Rennen selber versaut, ist er nur Vierter geworden. Weil er ja meinte, ein paar Mal vor eine Strecke fahren zu müssen. Ein bisschen Rasen nähen und gesagt hat, oh, dreh ich mal im Kreis, ist schön. Ist aber auch runtergegangen. Die Makula hat vorhin noch eine Bestzeit gesetzt, eine neue, mit 31,6. Habe ich gar nicht mitbekommen. Unaufmerksam von uns. Ja. Das so. Ist halt so. Ja, das sieht da. Ja, er kriegt auch gerade im Chat noch ein bisschen. Ja, go, go, go. Warten wir es mal ab. Jetzt sind es nur noch 4,6, 4,5. Ja. Aber also im Normalfall sollte es eigentlich reichen bei noch 4 bzw. 3 Runden. Aber auch Ei, haben wir im letzten Rennen gesehen, ist vor Fehler nicht gefeit. Kleiner Fehler und schon geht der Arsch weg. Jetzt Cobra versucht Thomas anzugreifen. Aber Kameras blöd, ich sehe es nicht richtig. Ist jetzt Innenseite, in der Spitzkehre. Kommt er jetzt besser raus oder nicht? Nee, Thomas kommt besser raus. Ne, sind immer noch nebenan. Aber ja, nee, Cobra macht da so ein bisschen. Ist einmal kurz vom Gas gegangen, dass er wieder sich da hinten einreihen kann. Oh! Thomas schießt sich voll ab. Ah, der Arsch geht weg und knallt schön in den Leitplanker rein. Ja, zum Glück kein Schaden, das ist auch wichtig. Ja, wundert mich aber auch wieder. Weil der ist da nicht gerade unsanft eingeschlagen. Ich weiß gar nicht, hat der vom Cobra da war noch nichts. Nee, ist er echt weggerutscht. Einfach nur blöd weggerutscht. Oh, Makula greift gerade Cobra an? Ja. Nach Startziel. Ja, kommt auch durch die links. Ja. Ja, da hat wohl Cobra sich ein bisschen verbremst, aber Cobra kontert jetzt gerade. Nee, doch nicht. Nee. Das ist die Kamera. Ja, die Kamera hat da ein bisschen uns einen Streich gespielt. Ja, Makula hat aber auch gerade ganz schön zu kämpfen wieder mit seinem Auto. War gerade so ein bisschen am Schwänzeln wieder. Herr Grewe hat auch Zeit an die Jungs vorne verloren. Er hat nämlich letzte Runde nur 36 gefahren, sprich er muss irgendeinen Unfall gehabt haben. Scheiße. Joni ist auf 3,6 Sekunden rangekommen. Ja. Super. Fährt 32,7 noch letzte Runde. Mittlerweile eine 1/18 letzte Runde schneller. Also es könnte noch mal ein bisschen eng werden für ein Ei. Das ist das, was ich gerade meinte, so von wegen, ne? Von 3/10 auf 4/10, 5/10, jetzt auf 8/10 schon. Ja, nächste Runde vielleicht eine Sekunde und dann ist er schon mal näher dran. Ja, und Eier ist aber noch kein jemand, der mal eben die Tür aufmacht, sondern... Nee. So, gucken wir mal hier hinten ein bisschen. Da haben wir den Leviathan, Markus und Mac innerhalb von einer Sekunde. Stimmt, das hintere Feld haben wir jetzt gerade noch ein bisschen vernachlässigt. Dann schauen wir doch mal. Aber auch selbst dann, wenn Joni noch rankommt, muss er auch erstmal vorbeikommen. Davon mal abgesehen, das ist... Das meinte ich ja gerade. Ei macht ja nun mal gerade nicht mal die Tür auf. Nee. Musste Leviathan auch gerade merken. Wieso werden mir nur noch 13 Fahrer angezeigt? Dann ist bestimmt der Dominado weg. Nee, der auch nicht fährt. Das ist der letzte bei mir. Ist dann weg? Ja, ich gehe mal kurz raus und guck mal, wer jetzt nicht mehr fährt. Moment. So, jetzt hier Leviathan Markus. Dixon hat gesagt, bringt nichts mehr. Oh, Markus sah gerade so ein bisschen raus, oder was? Jetzt aber. Jetzt die Namen wieder weg von dem Scheiß. Oh, Thomas.
Was? Markus und wer war da noch? Konntest du sehen? Mac? War glaube ich mit dabei. Vorteil Satan. Kaiser zieht jetzt einfach durch. Ja, oh, er hängt jetzt hinter Markus noch. Lass mal kurz gucken, hat mal eben zwei Plätze gut gemacht. Durch die kleinen Fehler da vorne. Was passiert durch den Unfall? Sind irgendwie alle in die Wand rein? Ah, lief ja dann, kam von der Strecke und trifft dabei den Mac. Ja, schade. Ich habe jetzt aber nicht gesehen in dem Moment, ob der jetzt von Markus irgendwie eine leichte Berührung hatte. Das konnte ich jetzt nicht kurz sehen. So, du sagst es vorhin noch was von 3,1 oder 3,2. Jetzt sind es noch 2,4 zwischen Joni und Ai. Sind aber auch nur noch anderthalb Runden, beziehungsweise eine Runde, letzte Runde. Eine Runde. Letzte Runde kommt jetzt. Wird er nicht aufholen. Ne, Ai wird aber auch, denke ich mal, jetzt zusehen, dass er keinen Fehler macht. Und sich noch mehr konzentrieren, dass da auch nichts mehr passiert. Ja, Herr Grewe würde jetzt auch locker runterfahren mit den weichen Reifen. Ja, Herr Grewe hat nach hinten Luft. Der macht jetzt einfach nur sozusagen eben Marco nach Hause fahren. Für vierten Platz. Erste Mal kein Podium für Marco. Ja, herzliches Beileid. Ja, ich sag mal, noch ist das Rennen nicht vorbei. Man weiß ja nie, wer jetzt hier noch abschießt kurz vorm Ende. So, Leviathan und Mac, nee, Leviathan und GP. Duellieren sich, aber Leviathan zieht einfach vorbei. Hat nicht viel duelliert, da wurde einfach vorbeigefahren. So, ganz hinten Don Mainardo. GP hängt jetzt auch noch hinten dran, also von da ist nicht mal eben vorbei und tschüss. GP macht da so ein bisschen blinky-blinky, versucht jetzt innen reinzuziehen, vor der langen Links. Schau mal, ob es klappt. Ist zumindest vorne erstmal. Ja, sieht gut aus, ja. Ist hier an Livi vorbei? Leviathan blinkt die ganze Zeit links, wenn ich das richtig sehe. Schiedi Gold. Oder hat er die Warnblinkanlage an? Nö, warte mal. Ich bin dann gleich auf Livi. Nein, nur links. Kann auf jeden Fall die Position halten. Konnte nicht so, mehr den GP angreifen. 1,5 Sekunden, 1,4. Achso, da vorne, ja, nee. Da sind sie drüber, sofort drüber. Glückwunsch an Ai, Joni und Ai. Beide bärenstarkes Rennen. Ai vorne gestartet, geil. Joni hinten gestartet und beide hintereinander. Das ist wirklich sehr stark. Ja. Herr Grewe, Glückwunsch. Dritter Platz. Jo, super. Setzen wir mal ein bisschen durch. Und da herzliches Beileid. Ja, Marco, erste Mal Vierter. Es gibt auch Rennen ohne Podium. Ja, der Cobra. Cobra auf der 5 wieder. Zwei Rennen, zweimal 5. Thomas auf der 6. Auch starkes Rennen von dem Crusader auf der 7. Am Anfang lange aufgehalten. So, Markus auf der 8, Kaiser auf der 9, direkt dahinter 10, der Mac. 11 kommt GP. Ich muss mal schnell einen Screenshot machen, bevor wir mit dem anderen Ziel sind. Ja. Und dann kommt er. Die sind nämlich alle sehr schnell hintereinander gerade. Langsame Livi. Ah, kein Sprit mehr. Jung. Sekunde länger drücken. Aber ja. Sehr krass im Endeffekt, bevor er da jetzt Spritmangel hatte. Muss ich vorstellen, die 14 Fahrer nach 20 Runden innerhalb von alle 22 Sekunden. Das ist schon sehr eng, finde ich. Das ist wirklich sehr stark. Verdammt. Ja, war echt geiles Rennen. Satan Eli, ey. Das war mal richtig schön spannend, würde ich sagen. Ja, das war ein echt gutes Rennen. Das gefiel echt. Von dem speichere ich noch eine Wiederholung mal, weil das wirklich sehr interessant war. Ob ich mir Wiederholung angucke, weiß ich nicht, aber ich speichere sie mal. Nice to have, ne? Ja. Ja, Gigschen, zwischenzeitlich Rennen vorzeitig beendet. Zwischenzeitlich vorzeitlich. So, ich trage eben schnell noch die Tabelle ein. Dann kann ich auch mit Sicherheit gleich mehr sagen. Wer nämlich dann aktuell mal auf Platz 1 ist und wer nicht. Ja, das machen wir. Das mache ich mal. Bin ich gerade dabei. Ja, schreiben kann er auch noch. So. Nur reden kann er dann nicht mehr. Nee, ich bin jetzt auch gerade am Schreiben. So, ich habe jetzt auch gleich sofort alle drin. Mir fehlt jetzt nur noch der nette Herr Crusator. Auf Platz 7. So, dann gucke ich mir auch mal schnell die Tabelle an. Und dann haben wir. Ja, auf Platz 1 trotzdem Makula. Mit 32 Punkten.
Auf Platz 2 kommt dann Yoni mit 28 Punkten. Dann der Crusator auf Platz 3, auf Platz 4 der Thomas, auf Platz 5 Ai, Platz 6 der Greve, Platz 7 Cobra. Der Markus auf der 8, auf der 9 der Don Manado. 10 haben wir den Kaiser, 11 den GP, 12 den Mac, 13 Leviathan und auf Platz 14 aktuell Gikchen. Ja, das war eigentlich soweit Liga 1. Liga 2 ist auch Freisi 1, Mike 2, Centurio 3, Flopsy auf der 4. Die Tabellen könnt ihr natürlich auch alle auf unserer Seite einsehen, logischerweise. Ja, Liga 3, natürlich perfektes Wochenende oder perfekten Rennstag für Gizmo gewesen, zweimal Platz 1. Ja, das kann man ja auch sagen, ne? Sonst keiner gemacht, nein, sonst hatten wir immer verschiedene erste Plätze. Ja, es war ein erstes, schönes, Renntag, Rennwochenende. Es hat Spaß gemacht, waren wirklich schöne Kämpfe dabei. Ja, verdammt geil. Muss man echt sagen. Ich glaube, es wird eine richtig spannende Saison. So ein bisschen aktuell bin ich gerade so ein Ticken von der Liga 2 so minimal enttäuscht gewesen. Ich dachte, die wären echt näher zusammen. War da am Ende doch dann weit auseinandergezogen. Dafür die Liga 1 sehr stark zusammen. Die haben es genau andersrum gemacht, wie wir von Liga 2 dachten. Also das ist echt krass. Das stimmt. Also Liga 1 ist wirklich sehr spannend gewesen, auch bis zum Ende. Auch wenn jetzt hier steht, plus 30 Sekunden der 12., aber ein 12. Platz plus 30 Sekunden bei Fahrer wie Makula, Ioni und sowas alles da vorne, das ist schon sehr stark und das wird auf jeden Fall eine spannende Saison. Ja, das kann man ja sagen. Stark aus. So, es gibt ein paar Termine, die ihr euch merken müsst, nämlich morgen um 20 Uhr geht es weiter mit der Endurance-Meisterschaft. Wird aktuell noch bei Bloody Rain gestreamt. Und bei uns geht es am Sonntag weiter. Mit Liga 4 und 3. Brands Hatch. Also eine wirklich enge, schnelle, interessante Strecke. Dort ist Überholen schwierig. Abfliegen sehr leicht. Das wird echt ein spannendes Rennen. Ich glaube, Brands Hatch wird richtig interessant, wenn die Leute wieder umgekehrt starten. Ja, Brands Hatch ist ja nur mal wirklich die Strecke, da ist nicht mal eben so, da hast du einen Punkt vorbeiziehen, da hast du einen Punkt, wo du vorbeiziehen kannst. Da hast du echt nur ein, zwei Dinge und das war's dann. Ja. Du kannst das echt nur auf der Startzielgeraden so richtig gut überholen und, Auf danach der einen Langgerade. Ja, oder auf der Spitzkehre. Ja, genau, in der Spitzkehre da noch und dann diese Langgerade, die danach folgt, wenn du da gut rauskommst. Ja. Und das war's eigentlich. Den Rest ist alles wirklich sehr, sehr riskant. Wird spannend, wird spannend. Ja, kann man ja noch sagen, das stimmt wohl. So, Jungs, wie gesagt, morgen Bloody Rain einschalten, Endurance-Meisterschaft ein bisschen gucken, 200 Kilometer. Ist wirklich sehr spannend bei denen. Dort unter anderem auch ein paar Fahrer hier von Liga 1, meinte ich, mit dabei. Der Markus unter anderem, Don Mainardo fährt mit. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch. Crusader fährt ebenfalls mit. Herr Greve auch. Der Neue fährt ebenfalls mit. Ist zurzeit eine sehr spannende Meisterschaft. Oh. Ruhig mal einschalten. Da freuen sich die Jungs drüber. So, wir sind weg für heute. Sehen uns am Sonntag wieder. Und bis dahin habt Spaß. Brands Hatch, nächstes Rennen, wird spannend. Also, genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.